Oh Herr Jesus, oh Herr Jesus, wir lieben dich. Amen. Oh Herr Jesus, wir brauchen dich. Ja, Herr. Oh Herr Jesus, wir lösen los Offenbarung heute. Amen. Wir lösen los Licht und Sicht in dem heutigen Gottesdienst, danke, Herr. Herr. Oh Herr Jesus, beschimme den Feind heute, Herr. Amen. Danke, Herr. Mach uns zu Überwindern, Herr Jesus. Amen. Oh Herr, wir nehmen dich als unser Haupt, Herr Jesus. Amen. Oh, danke, Herr. Amen. Amen. Oh Herr Jesus, du bist mein Haus. Amen. Oh Herr, ich nehme dich als mein Leben jetzt. Oh Herr, ich nehme dich als jeden einzelnen Gedanken jetzt. Amen. Oh, ich nehme dich als mein Gefühl, Herr. Amen. Oh, als meinen ganzen Willen, Herr. Danke, Herr. Oh Herr Jesus, ich bin so gespannt, was du heute tun wirst. Amen. Oh, ich bin so gespannt, was du heute sagen wirst. Amen. Oh Herr, ich verlange nach deinem Wort. Ja, Herr. Ich verlange nach deinem schneidenden Wort, Herr. Amen. Nach deinem aufbauenden Wort. Amen. Nach Worten des Lebens, Herr. Oh Herr, ich bin nicht hier, um meine Zeit zu vertun. Ich bin hier, um Überwinder zu werden. Ich bin hier zum Genießen, Herr. Ich bin hier, dass du mich aufbaust, Herr. In den Leib einbaust, Herr. Oh Herr, ich bin voller Erwartung, Herr. Tu dein Werk heute. Amen. Oh, Halleluja, Herr Jesus. Oh, Herr Jesus, tu dein Werk heute. Oh, hab heute dein Vorangehen hier in deiner Gemeinde. Oh, Herr Jesus, hab dein Vorangehen, so wie du es willst. Amen. Dein Wille geschehe, Herr. So wie im Himmel heute hier. Amen. In jedem Einzelnen. Oh, Herr, ich preise dich, dass du in jedem Einzelnen ein Werk tust. Und dass du kooperativ in uns allen ein Werk tust. Herr, ich preise dich für den Aufbau der Gemeinde. Oh Herr, du hast es versprochen. Du hast gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Oh Halleluja, und alles, was der Tod ausspucken könnte, wird sie nicht überwinden. Oh, denn du baust mit Leben. Oh Herr Jesus, du baust mit Auferstehungsleben. Oh, ich preise dich für dieses unzerstörbare Auferstehungsleben. Oh, du selbst bist das Leben. Oh, ich preise dich, du baust mit dir selbst, Herr. Oh, ich lobe dich dafür. Gut, preis dem Herrn. Dann letzte Woche haben wir gesprochen über das versteckte Selbst, oder? Haben wir gesprochen, dass das versteckte Selbst nicht nur Hiob zu schaffen machte, sondern auch uns zu schaffen macht. Und ich habe angekündigt, dass wir heute die Lösung dafür präsentiert bekommen, wie der Herr vorgeht gegen das versteckte Selbst. Interessiert uns das? Mich interessiert das schon. Und da wollen wir jetzt einsteigen, weil das versteckte Selbst ist etwas, was eben was versteckt ist, was verborgen ist, was wir gar nicht so leicht in uns selber wahrnehmen. Und ich möchte jetzt gleich zu Beginn die Lösung für das versteckte, verborgene Selbst uns sagen, dass wir absolut seine von ihm verordnete Umgebung für unser Leben akzeptieren. Das ist der Weg, wie der Herr unser verstecktes Selbst behandeln kann. Das heißt, murren, knurren, sudern, klagen, jammern, nimmer, sondern ja und Amen, Herr, du machst keine Fehler. Alle Umstände in meinem Leben als Auserwählter sind von dir angeordnet und du willst dich an diesen Umständen verherrlichen. Und immer, also wie stärkst du das versteckte Selbst, können wir schon gleich von Anfang an sagen, durch Klammern, Jagen, Murren, Knurren, Sudern und so weiter. Durch das, also Sudern ist österreichisch, zumindest salzburgisch für Jammern, oder? Raunzen, Raunzen ist, ja, wienerisch. In Wien sagt man Raunzen, in Salzburg sagt man Sudern. Auf alle Fälle, es kommt aufs selbe raus. Damit stärkst du massiv das versteckte Selbst. Und indem du dem Herrn dankst und Amen sagst und ihn dankst für dein Leben, so schwer es auch sein mag, schwächst du dein verstecktes Selbst. Und wir wollen das von dem lernen, der es uns vorgemacht hat, nämlich der Herr Jesus. Und sag nicht, der hat es leicht gehabt in seinem Leben. Allein schon das Kreuz, würde ich mal sagen, ist nicht etwas, was so ganz easy going war. Also, schauen wir uns Matthäus 11, 25 an
Und da steht geschrieben, Matthäus 11, 25, wäre gut, wenn du auch zu Hause das aufschlägst. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 25. Zu jener Zeit antwortete Jesus und sagte: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du diese Dinge vor den Weisen und Verständigen verborgen und sie kleinen Kindern offenbart hast. Wer ist mit den kleinen Kindern gemeint? Wir. Amen. Wir sind gemeint. Manche sagen sogar Unmündigen. Das kann man auch dieses Wort nehmen. Unmündigen oder kleinen Kindern. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Amen. Was war das für eine Zeit? Die Zeit zu jener Zeit. Du brauchst bloß die Verse davor lesen und du liest von einer massiven Ablehnung, die Jesus eingefahren hat. Er hat gerade eine Ablehnung, eine Zurückweisung erfahren, die sich gewaschen hat. Das war also unmittelbar dem vorausgegangen. Frage, reagierst du auch so, wenn du richtig Länge mal Breite abgelehnt wirst, dass du sagst, ich preise dich, Vater? Jesus hat es so gemacht. Nach seiner massiven Ablehnung sagte Jesus, ich preise dich, Vater. Ganz, ganz wichtig, den Zusammenhang im Blick zu haben. Und er preist den Vater nicht einfach, ich preise dich, Vater, weil es der Vater ist, sondern er preist ihn als den Herrn des Himmels und der Erde. Er preist ihn als den Herrscher, als den, der Himmel und Erde bis ins kleinste Detail souverän in seiner Hand hält. Er preist ihn als den absoluten Boss. Ich preise dich, Gott, du machst keine Fehler. Und das ist die richtige Antwort. Hier macht es uns Jesus vor. Also er war gerade abgelehnt worden. Er sagte sogar, dass es Sodom und Gomorra erträglicher ergehen wird als diesen Städten, die ihn abgelehnt haben, diese Menschen, weil die sind besser dran im Gericht. Also so schrecklich war diese Abfuhr, war diese Ablehnung. Und er wurde auch beleidigt. Also er wurde nicht nur abgelehnt, das wäre schlimm genug, er wurde auch noch beleidigt. So, was tust du, wenn du abgelehnt und beleidigt wirst? Du sagst, was Jesus sagte. Was tust du, wenn du abgelehnt und beleidigt wirst? Du sagst zum Herrn, ich preise dich, Vater. Nochmal, üben wir es nochmal, damit es auch dann drin ist und intus ist. Was tust du, wenn du beleidigt und abgelehnt wirst von Menschen? Du sagst, genau, du sagst zum Herrn, wenn dir richtig das Leben blöd kommt, blöd spielt, dann sagst du zum Herrn, ich preise dich, Vater. Genau. Ich glaube, heute lernen wir was Praktisches, was fürs Leben. Genau, Jesus hat es genauso gemacht. Er hat den Vater nicht gepriesen, als die Sonne schien und alles Aichi Pum Baichi, eitel Sonnenschein war und alles easygoing war, alles wunderschön war, sondern in einem der schwierigsten Momente, der unangenehmsten Momente, wendet er sich dem Vater zu und sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Beides ist wichtig. Wir können ihm auch sagen, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil damit sagen wir, ich preise dich, Vater, du bist der Chef, du machst keine Fehler. Und was Jesus hier eigentlich sagt, ist, du hast diese Ablehnung fein getuned und gemicromanaged für mich, maßgeschneidert, mir angeordnet für mich. Du hast diese Watschen handverlesen mir geschickt. Danke, Vater, ich preise dich. Unfassbar, wie Jesus hier reagiert. Sie haben in 11,18, paar Verse vorher gesagt, Johannes, sein Vorläufer, mit dem Jesus ja im Bunde ist, hat einen Dämon. Und zum Herrn sagten sie, Fresser und Weinsäufer. Wie würde es dir gefallen, wenn sie sagen würden,
wenn wir sagen würden, Gabi, ich habe die Gabi neulich getroffen. So eine Fresserin, so eine Weinsäuferin. Hört sich nicht so toll an, oder? Also, wenn du es von jemandem da hören würdest, oder ich habe Jörg getroffen. Du kommst nach Hause und jemand sagt dir, hey Jörg, alte Fischhaut, du Fresser und Weinsäufer. Ja, du wirst denken, ja, es ist ein bisschen eine ungewöhnliche Begrüßung. Hallo Siglinde, die Nachbarin sagt, da kommt die Siglinde, die Fresserin und die Weinsäuferin. Die lässt auch keine Einladung aus, oder? Also, ich weiß nicht, wie schmeichelhaft diese Art von Beleidigung ist. Du bist der Sohn Gottes. Und was sagt Jesus drauf? Was sagen wir das nächste Mal, wenn einer uns so anredet? Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Also ich finde, man kann ja diese Texte einfach so überlesen, gell? Das haben wir eh schon oft gemacht in der Bibel. Aber man kann auch ein bisschen mal hineinspüren, wie es Jesus gegangen ist. Und das habe ich bewusst eben gemacht, indem ich diese Beleidigung nur mal auf dich angewendet hätte. Wie würde es dir kommen, wenn sie über dich so reden würden? Du wärst empört. Du wärst empört, du gehst irgendwo einkaufen und jemand begrüßt dich, sagt Monika, die Fresserin und Weinsäuferin ist wieder da. Du würdest denken, du bist im falschen Film, oder? Ja, echt? Also, warum ich das so auf die persönliche Ebene runterbreche und jeder von uns weiß genau, dass ihr das nicht seid. Und trotzdem ist es euch unangenehm, weil jetzt könnt ihr jemand denken, vielleicht denkt irgendwer, vielleicht ist die Monika doch. Das ist das Schlimme an diesen Verleumdungen. Irgendeiner denkt sich, wer weiß, ob da nicht was dran ist. Das hat man sich bei Jesus auch gedacht. Es ist gar nicht, sobald so eine böse Lüge und Verleumdung mal in die Welt gesetzt ist, gibt es immer ein paar, die sagen, wird schon stimmen, wird schon was dran sein. Von nichts kommt nichts, wird schon was dran sein. Obwohl nichts dran ist bei dem, wie Jesus, der Sohn Gottes, lebte. Aber irgendeine, das ist so infam, diese Beleidigung. Und dann haben sie auch noch sein Wort, seine Verkündigung abgelehnt, haben Jesus zurückgewiesen, haben nicht Buße getan. Man könnte also sagen, die Umstände waren miserabel. Die Umstände waren bescheiden, oder? Könnte man so sagen. Es war mehr als ein Bad Hair Day, oder? Es war richtig ein mieser Tag. Ach, einer dieser Montage. Also, was machst du, wenn du einen Bad Hair Day hast, bei den Frauen halt? Dann sagst du, ich preise dich, Vater. Halleluja, ich preise dich, Vater. Und Jesus hat es vorgemacht. Und ich glaube, wir alle sind uns einig, es ist so ziemlich das exakte Gegenteil dessen, wie wir reagiert hätten. Und der Sohn Gottes, Jesus, macht uns vor, wie man als Gottmensch drauf reagiert. Und das ist nicht einfach nur Trick 17 mit Selbstüberlistung, also er denkt halt positiv oder so, sondern Jesus zeigt uns hier einen mächtigen Hebel, wie wir das versteckte Selbst runterbügeln. Weißt du, deine Umstände, wer von euch weiß, deine Umstände, deine Umgebungen verlangen nach einer Reaktion. Immer, immer. So oder so. Das Leben lässt uns nicht neutral. Das Leben stellt uns eigentlich permanent vor die Entscheidung, wie willst du reagieren? Wirst dich freuen, willst dich ärgern, willst friedvoll sein, dich aufregen? Das Leben erzwingt, provoziert ständig in dir eine Reaktion. Aber wie reagieren wir auf das Leben? Wie reagieren wir auf die Umgebung, auf die Umstände? Als alles sich gegen den Herrn zu verschwören schien und zu wenden schien, sagte er, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Das heißt, der Herr hat die schlimmsten Ungerechtigkeiten, wie soll ich sagen, widerspruchslos hingenommen. Er hat sich entschieden, kein Widerstand zur Ungerechtigkeit. Es gibt diesen Satz von Paulus in Römer 12, widerstehe nicht dem Bösen. Widerstehe nicht dem Bösen. Oder widerstehe nicht der Ungerechtigkeit.
Und wir denken, wir müssen doch dem Bösen widerstehen. Wir müssen doch irgendwie dem Unfairen, dem Ungerechten, der Verleumdung, der Beleidigung widerstehen. Das Problem, was Jesus weiß, ist, sobald du dich dagegen wehrst, entfaltet das Böse erst seine wirklich dämonische Kraft in dir. Wenn du dich nicht wehrst, ist es wie ein glatter Durchschuss, der keinen Schaden anrichtet. Es tritt in dich ein, es verlässt dich wieder und es kann nicht mehr nachrumoren. Diese Widerstandslosigkeit gegenüber der Beleidigung und der Ungerechten verlässt Jesus so schnell, wie sie kommen ist. Aber wenn du dich wehrst, machst du erst eine breite Widerstandsfläche auf. Und das haben wir schon oft erlebt. Jemand hat uns irgendwas angetan, wir haben angefangen uns zu ärgern und es wurde größer und größer. Wer von euch weiß, von was ich rede? Beleidigungen reagieren drauf und so weiter. Erst wenn du dich dagegen wehrst, wird es erst richtig groß. Und der Herr hat sich nicht dagegen gewehrt. Genau, und vor allem dieses geh nicht in Widerstand. Haben wir oft im Geisttraining. Die Anna weiß es noch, weil sie kam damals ganz frisch, da sitzt sie. Sie kam vor 7 Jahren gerade frisch in den Kraftraum rein. Und da haben wir öfter die Lektion gehabt, auch warum Jesus sagt, selig die Sanftmütigen. Sanftmut ist diese innere Haltung, wo du keinen Widerstand leistest. Genau, absolut. Das Schlimme aber ist, etwas in uns will stinkig sein. Ja, etwas in uns will stinkig sein, etwas in uns will sich ärgern und will drauf anspringen. Aber Jesus hat dem nicht Raum gegeben, nicht nachgegeben. Er hat nicht nur keinen Widerstand geleistet, er hätte einfach so stoisch ruhig bleiben können, ohne irgendwie zu... Also er hätte einfach nicht reagieren können, so ganz stoisch unbewegt. Hat aber auch nicht. Er ist in die Offensive von Dank und Lobpreis gegangen. Also nicht nur hat Jesus sich nicht gewehrt gegen das Böse, er hat sofort den Bumerang back to sender, zurück zum Absender und hat sofort Lobpreis und Danksagung praktiziert. Und so höchst aufschlussreich sind die Worte Herr des Himmels und der Erde. Denn Jesus unterstreicht damit, dass er für sich selber, zumindest für sein eigenes Leben, an die absolute Souveränität Gottes glaubte. Jesus allein ist der Herr des Himmels und der Erde, und wenn der Herr des Himmels und der Erde das zugelassen hat, so, dann ist es gut, dann ist er einverstanden damit. Und dann gibt es keinen Grund, sich dagegen zu wehren oder aufzuregen. Er nimmt, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gereicht hat? Eine andere Aussage. Er hat nicht gesagt, den mir der Teufel reicht oder der Böse oder die Ungläubigen oder die Feinde oder die Rebellen. Nein, der Kelch des Leidens, den mir mein Vater gereicht hat. Jesus glaubte, dass nicht der Teufel die Strippen zieht, sondern der Herr. Und das ist eine so wichtige Erkenntnis. So viele Christen haben Angst vorm Teufel. So viele Christen kämpfen ständig gegen den Teufel und haben Angst, etwas falsch zu machen, den Teufel Macht zu geben, und irgendwie ist der Teufel ständig der beherrschende Faktor ihres Lebens. Und weißt du, was dem Teufel gefällt ist? Wenn du ständig, und weißt du, der Herr hat dem Teufel nicht die Ehre gegeben. Ich sag's mal wieder so ähnlich, ich glaube, wie es mit Martin Luther war, als er nachts aufwachte und es hat im Raum gepoltert und im Raum irgendwie gespukt. Und Martin Luther schaut so in die Ecke und sagt, bist es du Teufel, bist es du Satan, dann kann ich ja getrost weiterschlafen, wenn es nur du bist. Aber was lernen wir von Martin Luther? Martin Luther war auch jemand, der absolut an die Souveränität Gottes glaubte. Das heißt, wenn der Teufel da kurz steht in der Nacht, eine unheimliche Begegnung der dritten Art ihm schenkt, wenn der Teufel dir irgendeinen Gesellen vorbeischickt, dann hat der Vater es zugelassen. Dann muss es am Vater vorbeigegangen sein. Und dann, tja, dann
dann soll es so sein ungefähr, dann passt es schon irgendwie. Auf alle Fälle, dann kann ich ja getrost weiterschlafen. Der Martin Luther hat den Teufel nicht ernst genommen. Der Martin Luther hat Gott ernst genommen. Und früher haben wir alle den Teufel so ernst genommen und Gott zu wenig ernst genommen. Und wirklich die Lehre von der Souveränität lässt mich den Teufel nicht mehr so ernst nehmen, sondern Gott ernst nehmen. Den Herrn des Himmels und der Erde. Weißt du, entweder nimmst du den Teufel ernst und die Dämonen ernst und das geschissene Leben und alles, was mich anzipft und alles, was mich frustriert. Entweder nimmst du das Negative ernst oder du nimmst den Vater ernst. Ich für meinen Teil ziehe es vor, Gott ernst zu nehmen. Gott ist für mein Leben verantwortlich, Gott ist zuständig und ich möchte, wenn der Herr die Dinge so mir zugemessen hat, dann will ich durch Lobpreis und Danksagung schauen, was er vorhat damit. Also was sagt Jesus, wenn er sagt, Herr des Himmels und der Erde? Er sagt, alles im Lot, alles im grünen Bereich. Er ist gerade abgelehnt worden, er wurde gerade Fresser und Weinsäufer beschimpft, aber er sagt, Papa, Vater, alles im grünen Bereich. Alles d'accord, alles einverstanden, alles Roger, wie man so vielleicht heute in Neudeutsch sagt. Was heißt es? Vater, ich erwarte mir keine bessere Behandlung. Ich erwarte mir keine anderen Umstände, sondern ich reagiere auf meine Umstände mit Dank und Lobpreis. Ich preise dich und ich lobe dich. Und jetzt in Vers 25 sagt er, ich preise dich, weil du diese Dinge vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und sie Unmündigen geoffenbart hast. Ich habe mich immer gefragt, was meint Jesus eigentlich mit diesen Dingen? Habt ihr euch das auch mal gefragt? Welche Schlüsseloffenbarungen checken die Weisen nicht? Könnte es nicht genau das sein, worüber wir reden? Die Weisen denken, die Esoteriker, was will mir meine Krankheit sagen? Oder das kennen wir alles, oder als esoterischer. Krankheit als Weg, Rüdiger der Alke und bla 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 blub. Was will mir meine Krankheit sagen? Was wollen mir meine Schmerzen sagen? Und sonstige Sachen. Du versuchst aus Konstellationen irgendwie eine Lebenssache rauszufinden. Weise, ja, der Mensch hat einen freien Willen, ich muss im Freien, er ist seines Glückes Schmied. Jeder hat alle Chancen der Welt. Von Tellerwäscher zum Millionär. Und die Weisen sagen, jeder ist ein Gewinner und jeder ist ein Millionär und mach was aus deinem Leben und so weiter. Und in gewisser Weise funktioniert es ja auch zum gewissen Grad, aber in gewisser Weise funktioniert es für uns auch eben auch nicht. Weil ich habe viele dieser Dinge auch ausprobiert. Und ich habe gemerkt, der Herr hat sie nicht funktionieren lassen, weil nämlich am Ende des Tages der Herr über meinem Leben wacht und nicht ich mein Glückgeschmied bin. Genau. Ich habe so manche Geschäftsidee versucht umzusetzen und der Herr hat gesagt, na, bei anderen funktioniert es. Die verdienen sich dumm und dämlich, aber bei dir funktioniert es nicht. Warum eigentlich? Ja, weil der Herr einen anderen Plan hat. Ganz einfach. Und der Herr sagt Ja und Amen. Er sagt Ja und Amen und sagt, es braucht eine gehörige Naivität. Es braucht ein kindliches Herz, um zu akzeptieren, Papa, du machst keinen Fehler. Weißt du, um zu motzen, um zu mosern, um zu sudern, zu klagen und zu schimpfen, brauchst du kein kindliches Herz. Das kann jeder alte Tatterkreis ganz gut. Aber um zu sagen, der Papa wird schon richten, brauchst du ein absolut kindliches Herz. Du brauchst ein absolut kindliches Herz, um zu sagen, Herr, du hast in der Situation mit der Antonia keinen Fehler gemacht. Vater, du selber, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht, aber du hast keinen Fehler gemacht. Was immer es war, du, Papa, bist gut, du liebst mich, du bist für mich, du bist auch für sie, du hast keinen Fehler gemacht. Weißt du, was es, und dann wird einer daneben dir stehen, Jörg, und sagen, bist du aber grenzenlos naiv. Aber weißt du was, diese Naivität bewahrt und heilt dein Herz. Während der Klugscheißer für immer in der Psychiatrie landet.
der denkt, ja, der freie Wille und zur falschen Zeit am falschen Ort und wir hätten sie beschützen müssen und Aufklärungsarbeit und bla und sonst was. Und der Herr sagt, nein, vergiss diesen ganzen menschlichen Leistungsquatsch. Es braucht eine Haltung, wie sie absolut kleine Kinder haben. Der Papa weiß, was er tut. Der Papa wird schon richten. Ich bin in der Hand eines guten Vaters. Er hat die Haare auf meinem Kopf gezählt. Kein Spatz fällt zu Boden, ohne dass der Vater, der im Himmel ist, es sieht. Und weißt du, was das heißt, es sieht? Das heißt, es bewirkt. Oder hast du gedacht, dass der Papa zuschaut, wie der Schwarz zufällig, und der Vater im Himmel schaut halt zu. Jetzt ist er runtergefallen. Na, das sagt Jesus natürlich nicht. Weil wenn Jesus, Gott, ein passiver Beobachter ist, jetzt ist er runtergefallen. Weißt du, jeder Idiot kann zufällig runterschauen, wie der Spatz runterfällt. Da brauchst du nicht der allmächtige Gott sein. Aber es zu bewirken, dass er runterfällt, es zuzulassen, es zu veranlassen, dass der Spatz runterfällt, das vermag nicht der passive Zuschauer, sondern das vermag der allmächtige Gott. Und das ist die Bedeutung des alten Wortes Vorsehung. Das Wort Vorsehung meint nicht, dass einer im Vorhinein das anschaut, sondern dass er es vorher bewirkt. Er weiß es, er hat es sich vorgenommen und er bewirkt es. Die Vorsehung ist die Verantwortung, ist die Allbewirkung Gottes. Das ist die Vorsehung. Und wenn der Vater es sieht, dann bewirkt der Vater es. Und er fällt nicht zufällig runter, sagt Jesus. Können wir das sehen? Und ehrlich gesagt, ich habe auch diesen Vers nie im Sinne des Sehens verstanden. Ich weiß, wie du den Vers gelesen hast. Es fällt kein Spatz vom Himmel, ohne dass der Vater im Himmel es sieht. Aber ich habe nie gedacht, dass er einfach nur so zuschaut. Jetzt ist es abgefallen. Ich habe immer gespürt, dass der Vater seine Hand im Spiel hat, oder? Ohne dass der Vater die Hand im Spiel hat, fällt er nicht runter. Und er sagt, ohne dass der Vater seine Hand im Spiel hat, kann dir im Leben nichts einfach so widerfahren. Also hat der Vater irgendwo seine Hand im Spiel in den ganzen Tragödien, in den ganzen Leiden, in den ganzen Schwierigkeiten, in den ganzen Katastrophen, die uns fast umbringen. Und wenn der Vater aber seine Hand im Spiel hat, verstehst du nicht? Du verstehst nicht? Doch der Vater, der alles für die Auserwählten bewirkt und herbeiführt und abhält und handverlesen dir zumisst, wie es für dich richtig ist. Dieser Vater, wenn das wirklich so ist und nicht anders, gegen wen suderst du denn dann, wenn du suderst? Das Leben zipft mich so an. Gegen wen, sag mal, beantworte mir diese Frage. Gegen wen frustrierst du dich denn? Gegen den gutigen Vater, der dir diese geschissenen Umstände handverlesen darreicht. Oder, verstehen wir es ein bisschen. Wenn du tatsächlich diese Weltanschauung teilst, die Jesus hatte, hörst du nicht auf mit dem Klagen, Murren und Knurren, weil es von Christen nicht so cool ist, macht man nicht als Christ. Nein, du hörst auf damit, weil du was gecheckt hast. Gecheckt hast. Weil der Groschen gefallen ist in dir und du merkst, ja, wenn ich mich beschwere mich ja beim Papa im Himmel. Beim Herrn beschwere ich mich. Und wenn mein Leben unter seiner Feinkontrolle steht, dann brauche ich mich nicht beim Herrn beschweren. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt, aber ihr habt mich auch schon andere Predigen hören in den vergangenen Jahren. Vom freien Willen und die Welt ist freigegeben und meine Eltern gerade, die sitzen gerade nicht, mein Vater ist gerade rausgegangen, aber meine Mama weiß das. Ich habe früher anders gepredigt. Ich habe früher versucht, dem freien Willen und den Zufällen und jeder seines Glückes Schmied und ja, wir müssen den kämpfen und dem Teufel und den Dämonen, wir sind verantwortlich. Ich habe diese Lehre vertreten früher. Viele Jahre. Und ich dachte mir, damit würde ich irgendwie Gott einen Gefallen tun, weil der Gedanke, dass Gott ungerecht ist, von Gott praktisch abgewendet wird, wenn der Mensch einen freien Willen hat. Weil dann trifft er den Menschen die Verantwortung und nicht Gott. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich wollte die Weltanschauung der Souveränität Gottes, ich wollte sie wirklich ums Verrecken nicht
in mein Herz reinlassen. Weil sie mir intellektuell so ungerecht, unfair erscheint. Weil wie kann Gott so parteiisch sein? Wie kann Gott auserwählen und verurteilen? Einfach so. Wie kann Gott schalten und walten, wie er will? Ist Gott nicht an seine ganzen Gesetzmäßigkeiten gebunden? Ich hab früher eigentlich ein Baum der Kenntnis, richtig falsch, ist dem über Gott gestellt. Und habe gesagt, Gott, du bist am Haken deiner eigenen Richtigkeiten, deiner eigenen Sachen, deiner eigenen Sachzwänge. Ich habe wirklich Gott hineingezwängt in die Richtigkeiten, in die Prinzipien. Und da haben wir auch Worte so, als ein Wort höher gehoben als seinen Namen. Und was er gesagt hat, Gott ist dann gebunden und Gott muss sich dran halten und so weiter und so fort. Und auf einmal merke ich, du, Gott ist Gott und er lässt sich in kein System pressen. Und er macht einfach, wie er will und er fragt auch niemanden. Er fragt auch kein System, ob er es darf. Ja, darf Gott das? Darf Gott einfach eine Tochter geben und eine Tochter wieder nehmen? Darf Gott, der Herr hat es gegeben, hat es genommen, gepriesen der Name des Herrn. Darf Gott sowas? Jesus würde sagen, ja, er darf das. Ist doch nicht fair, ist doch nicht gerecht. Darf Gott dies, darf Gott jenes? Darf Gott einfach ein Leben abkürzen? Darf Gott einfach zulassen? Und weißt du, was passiert, wenn die Verantwortung beim Menschen liegt und nicht bei Gott? Dann kannst du dich nämlich immer fragen und dir Vorwürfe machen. Habe ich genug gebetet? Habe ich genug gefastet? Habe ich genug Spiritual Warfare gemacht? Habe ich genug die Todesgeister gebunden? Habe ich! Und natürlich hast du nicht. Weil sonst wäre es Dirndl nicht tot, wie vorgestern passiert. Verstehst du? Und die Verdammung und die Verurteilung und die Vorwürfe lasten auf dem Menschen. Aber wenn am Ende des Tages, und das möchte ich dir auch sagen, Alexandra, am Ende des Tages hätte sie nicht sterben können und dürfen, ohne die Freilassung vom Herrn. Und ich weiß, da gibt es ganz andere weltanschauliche Überzeugungen, die sagen, na, der Teufel war's. Und die Todesgeister waren's. Pappalapapp am Ende des Tages. Die haben nicht so viel Macht wie Dreck unterm Fingernagel. Ja, aber sie wurden eingeladen. Sie haben keine Macht. Sie haben einfach keine Macht. Am Ende des Tages gibt es einen, der Herr des Himmels und der Erde ist. Teufel hin, Teufel her. Todesgeister, Generationsflüche hin oder her. Am Ende des Tages liegt es am Herrn. Und wie kann das Menschen laufen wollen? Und weißt du, ich habe neulich mit der Julia gesprochen. Und ich habe der Julia gesagt, weißt du was? Für die meisten Christen, für die meisten Gläubigen ist Theologie Psychologie. Was ich damit sagen will, dein psychologisches Make-up bestimmt, welche Theologie du glaubst. Wie du psychologisch tickst, bestimmt, welche Lehre du dir aussuchst, welche Gemeinde dir zusagt. Deine Psychologie, wie du tickst, wie du drauf bist, ist die Vorentscheidung, wie du die Bibel verstehst, welche Theologie dir zusagt, in welcher Gemeinde du bist und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ja, das stimmt bei den meisten Christen. Aber ich möchte euch was sagen. Das beeindruckt mich nicht. Weil ich bin ein Wahrheitssucher. Ich möchte nicht etwas glauben, weil ich psychologisch mir das so, also mir die Ohren danach jucken. Und deshalb suche ich immer diese Lehre. Und deshalb suche ich immer diesen Glauben. Das ist anders mal unangenehm. Also suche ich mir eine Lehre, eine Gemeinde, die mich bestätigt, wo ich mich wohlfühle, wo es mir gut geht, das suche ich mir aus. Kunde König, das suche ich mir aus. Weißt du was, das beeindruckt mich null. Das ist für mich so primitiv. Jeder nach seinem Geschmack. Gott basteln für Anfänger, oder? Machen wir alle. Hey, es gibt einen Gott,
Und der bist nicht du und der bin nicht ich und das ist die letzte Wahrheit und er ist wahr, egal welche Präferenz ich habe, egal was ich mag, was ich nicht mag, was ich fair finde oder unfair finde. Es gibt einen Gott, es gibt eine Wahrheit, es gibt eine Wirklichkeit und es gibt eine Wahrheit, wie er sein Wort gemeint hat. Und weißt du, im Lauf der Jahre, ich bin jetzt 36 Jahre Christ, hat der Herr mich in Lehren und Offenbarungen eine nach der anderen unterworfen. Er hat mich so gegen den Strich gebürstet, dass es das Letzte war, was ich glauben und vertreten und lehren wollte. Aber der Herr hat gesagt, aber es ist die Wahrheit und darum lehrst du es. Ob es dir schmeckt, ob es dir gut findest oder nicht. Die Lehre vom Königreich schmeckt mir nicht, ich würde sie lieber nicht lehren, aber ich habe mir gezeigt, dass es die Wahrheit ist. Und ich kann es dir erklären, warum die Lehre vom Königreich die Wahrheit ist. Die Lehre von der Souveränität Gottes schmeckt mir nicht, weil sie mir keine Freiheit lässt, kein Kunde, König. Aber die hat mir gezeigt, gegen meinen Willen, gegen meine Vorliebe, gegen meine Grundüberzeugung, gegen den Strich gebürstet, es ist die Wahrheit. Und weißt du was, ich habe Respekt vor Christen, die nicht glauben, was sie glauben wollen, sondern die glauben und ihr Denken und ihr Fühlen dem lebendigen Gott unterwerfen und die Knie beugen und anbeten, egal ob es mir schmeckt und ob ich es gut finde und fair und gerecht oder nicht. Aber es ist die Wahrheit und darum bete ich Gott dafür an. Vor solchen Christen habe ich Respekt. Vor solchen Bibellehrern habe ich Respekt. Vor solchen Theologen habe ich Respekt. Das sind nicht Lehrer, die man sich sucht, nach denen einem die Ohren jucken. Sondern wo du, wenn es nach mir gehst, wirst davonlaufen. Und ganz ehrlich, Jesus war so unangenehm, dass Petrus am liebsten, wenn es nach ihm gegangen wäre, davongelaufen wäre. Jesus sagte, willst du auch noch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und weißt du, was Petrus sagte? Unausgesprochen, so ein bisschen zwischen den Zeilen, kann man es lesen. Also wenn ich selber entscheiden könnte, dann wäre ich so schnell draußen wie ein geölter Blitz. Aber das Doofe ist, ich komme nicht weg von dir, Jesus. Ich bin gefesselt und gebunden, ich komme nicht mal los von dir. Du hast Wort des ewigen Lebens und ich muss bei dir bleiben. Das gefällt mir. Ich habe Petrus' Worte früher nicht so gesehen. Aber das sind Worte. Wohin kann ich denn gehen? Ich würde so gern gehen. Mir gefällt das ganze Spiel nicht mehr mit dir. Du hast gerade die Menge geschrumpft von 5000 Nachfolgern auf ein paar Hanseln. Du bist der Antiprediger, du bist so radikal. Hilfe, holt mich hier raus. So ging es Petrus. Aber was sagt er stattdessen? Wohin, sag mir bitte gar schön, wohin sollte ich denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und weißt du, das imponiert mir. Menschen, die durch das Wort in ihrem Denken und Fühlen, ihren Vorlieben, in mir, ich und mein Jesus-Denken unterworfen und bezwungen wurden von der Wahrheit. Und ich kann euch nur sagen, ich bin dieser Überzeugung der Souveränität Gottes unterworfen und bezwungen worden von der Wahrheit. Und manche sagen, ja, mich hat das früher ganz anders gelehrt. Ja, da habe ich noch gelehrt, was ich gern lehren wollte. Aber jetzt darf ich es nicht mehr. Macht es Spaß oder macht keinen Spaß? Aber ein Prediger darf nicht predigen, was ihm Spaß macht. Hast du schon gemerkt? Ein Prediger, ein echter Prediger des Evangeliums darf nicht predigen, was er mag. Ich darf das nicht. Ich darf keine Weltanschauung, ich darf nicht die Themen predigen, die ich mir... Und viele Pastoren machen es trotzdem. Weil sie auch daher noch laufen lassen, weil daher sie noch ihre eigenen Sachen lässt und vielleicht hängen sie irgendwann später ein. Mich hat er auch am Anfang noch laufen lassen. Aber umso steiler es wird, umso dünner die Luft wird, umso mehr, sagt er, ziehe ich die Schlinge enger. Und du kannst nicht mehr über alles predigen. Du darfst nicht mit deinen Lieblingsthemen bearbeiten. Du wirst rangeholt. Und es macht dir keinen Spaß und macht dir keine Freude. Du musst predigen, was die Last vom Herrn auf deinem Herzen ist. Und auf einmal bist du ein echter Knecht Gottes. Und nicht mehr einer, der halt, Halligalli, ich mag es, Prediger zu sein. Viele sagen, ich finde es toll, Pastor zu sein. Dann hören mir alle zu. Und ich habe eine Redegabe, ich kann spritzig reden. Und ich hab Follower, die hören meine Predigten auf YouTube, die finden es toll. Ich erlebe in letzter Zeit, dass ich ein paar Leute verliere, immer mehr Leute verliere auch, denen es nicht mehr gefällt, was ich so sage oder so. Das ist nicht so toll. Nicht mehr so toll, das ist keine Erfolgsstory. Von Jesus lernen wir die Menge zu schrumpfen. Auch in der Gemeinde erleben wir das manchmal. Ist nicht so irgendwie
Gemeinde wächst um jeden Preis. Aber die Lehre der Souveränität Gottes ist etwas, was mich von allen Ecken und Enden, von allen Seiten hat der Herr mich eingefangen. Auch die Lehre von dem ewigen Plan, die Lehre vom Königreich, von allen Ecken und Enden zieht er die Schlinge enger. Und das ist nicht lustig und das suchst du nicht aus. Aber weißt du, was du plötzlich merkst? Ein lebendiger Gott wacht über deinem Dienst, über deinem Leben. Du bist echt berufen, du bist unter seiner Herrschaft, du kannst nicht aus, du bist an der kurzen Leine. Ist euch auch schon aufgefallen, dass ihr an der kurzen Leine lauft in dieser Gemeinde? Nicht, weil ich euch nachspioniere oder sonst was, aber weil das bezwingende Verkündigung, die bringt dich an die kurze Leine. Jörg, du bist auch immer mehr an die kurze Leine gelegt worden, seit du mit uns in Kontakt bist. Aber weißt du, was mich, also erst einmal habe ich das so bedauert, dass der Herr mir nicht mehr die freie Willenssituation so lässt, die freie Sicht vom freien Willen und all diese Sachen und so weiter und so fort. Und ich habe das gar nicht so toll gefunden. Aber dann habe ich hautnah und sehr eng die Tragödie mit Jörg erlebt. Und die Silvia auch. Und früher hätte ich irgendwo mit freiem Willen irgendwie versucht, Jörg zu trösten. Ja, mei, wäre ich nach Hamburg gegangen, wäre es vielleicht ganz anders gekommen und wäre es halt da gewesen, zur falschen oder falschen Ort. Ich hätte irgendwie so ein Gedöns von mir gegeben. Aber ich hätte gemerkt, es tröstet niemanden. Und jetzt, ich wusste gar nicht, wie mir geschah, kamen Worte aus mir raus, seit das geschehen ist. Jörg, es war kein Zufall. Du und ich wissen, das ist in der Hand Gottes. Wir verstehen es nicht, aber der Herr ist dahinter. Da ist der Herr drin. Er hat es so bestimmt. Ich kann's nicht, warum weiß ich nicht? Wie weiß ich nicht? Aber der Herr ist da drin und so weiter. Und plötzlich, und ich habe mich eigentlich blöd gefühlt, dass ich sowas sage und wer weiß, was ich mich Herrn in die Schuhe schiebe, an Tragödie und so weiter. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass den Jörg das tröstet. Oder Jörg? Auf einmal hat der Jörg das auch ergriffen und auf einmal merke ich, was für ein immenser Trost es ist, dass Gott das alles in der Hand hat. Und wie die Leute, die diese Sicht nicht haben, diese kindische, naive Sicht, ungetröstet sind und sich ergehen, im Internet studieren und Stalker vermeiden und was könnte man machen und was könnte man tun und wie hätte man es verhindern können, oder? Und du merkst, wie das menschliche Schalten und Walten dich völlig ungeborgen und ungetröstet lässt. Aber wie du in der Hand Gottes geborgen und getröstet bist. Stimmt's, Jörg? Oder magst du kurz mal was sagen, damit nicht die Leute denken irgendwie, wir haben uns immer besprochen über das Thema, aber magst du ein paar Sätze sagen, ob ich die Wahrheit sage, aber mir kommt es vor, dass es wirklich real funktioniert. Ja, die vielen Fragen, die man sich stellt in so einem Moment, wenn man sowas erlebt, dass einem das Liebste genommen wird, darauf bekommt man auf dieser Welt keine Antwort. Und das Einzige war die Antwort... Ist an, ja? Ja, okay. An. Passt. Und die einzige Antwort war für mich Jesus. Und dieser Gedanke, da ist ein Plan dahinter und den begreife ich nicht. Und da bekomme ich ja auch keine Antwort. Der hat mich schon getröstet irgendwo. Und hat mich auch stark gemacht, wenn ich denke, es war über einen Monat, dass wir überall Trauer feiern, hier Trauer feiern, da. Und wie unsere Familie das durchgestanden ist. Und ja, und wirklich dem Herrn zu vertrauen und es in seine Hände zu legen, dass er weiß, was er tut. Und wenn der Moment kommt, dass ich in die Ewigkeit gehe, ich weiß, ich werde sie wiedersehen. Und das tröstet mich enorm. Amen. Okay, ja. Es wird für einen aus der Welt wahrscheinlich völlig verrückt klingen. Aber das ist das, was mich stark macht. Ja, Amen. Danke, Jesus. Amen, Dankeschön, Jörg. Und das ist es, warum andere sagen, Jörg, wie kannst du 4-5 Monate nach so einer Tragödie so bärenstark wirken? Das ist eigentlich keine Show, das versuchst du ja nicht, was, das ist keine Maske oder was. Das ist aus der Tiefe raus, substanziell. Wo kommt diese Kraft her? Sie kommt aus der Wirklichkeit. Sie kommt aus der Wirklichkeit. Und wirklich, seit ich die Frucht dieser Weltanschauung sehe, im Leben von Jörg und in meinem eigenen Leben, wie ich mit Schwierigkeiten umgehe. Und ich möchte dich einladen, die Weltanschauung, dass alles souverän für dich in seiner Hand ist, anzunehmen. Und du wirst eins merken, dein verstecktes Selbst schrumpelt zusammen. Es,
Das versteckte Selbst kann sich nur in einer Weltanschauung vom freien Willen, Kunde, König, Ansprüche stellen. Ich hätte es aber gern anders. Hey, darf es ein bisschen mehr sein? Wie hätten Sie es denn gerne? 20 Dekar mehr von der Wurst? Keine extra Wurst mehr. Ja und Amen, ich preise dich, Vater. Ich sag dir, wenn du da die Stellschraube änderst und anfängst, egal was passiert, ich danke dir, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, du machst keine Fehler. Ich sag dir, weißt du, wer zugrunde geht? Dein verstecktes Selbst geht zugrunde. Dein verstecktes Selbst geht zugrunde. Und dazu braucht es eine grenzenlose Naivität, ein grenzenloses kindliches Gottvertrauen. Der Papa wird schon richten, der Papa im Himmel weiß genau, was er tut. Ob ich lebe oder sterbe, ob ich gesund oder krank bin, egal wie es mir geht, Vater, du machst keine Fehler, ich danke dir. Und oft kann in dem Moment sogar Heilung fließen. Wenn es nimmer das Depa de Malheur war, die blöde Sache, hätte ich nur, wenn, was, wie. Und plötzlich merken wir, selbst der Autounfall war nicht einfach Zufall oder Pech oder Glück oder irgendwas. Der Herr macht keinen Fehler, er macht keinen Fehler. Alles unter seiner Hand, seiner Kontrolle. Solange wir nicht absolut die Umstände aus der Hand des Herrn nehmen, 100%, solange wird dein verdecktes Selbst nicht bloßgestellt. Dein Kunde, König selbst, dein natürliches Leben, das kommt dagegen nämlich nicht mehr an. Es kommt gegen diesen absoluten Gott nicht mehr an. Solange du deinen Ehepartner nicht absolut nimmst, ja, aber ich habe einen Fehler gemacht mit dem Heiraten. Du vielleicht, aber der Herr nicht. Der Herr war da drin. Solange du dein Single-Sein, es sei denn, der Herr spricht was anderes, nicht absolut nimmst. Solange du deine Scheidung, die passiert ist, der Herr zugelassen hat, nicht absolut nimmst. Dein Job, den du verloren hast, die Schwierigkeit, die dein Ex-Mann mit dir macht. Wenn du das alles noch denkst, das ist so deppert, so Pech, der Mensch ist halt so böse. Nein, hör auf damit. Herr, ich preise dich, das ist maßgeschneidert. Das ist das Rohmaterial, Sabine, aus dem der Herr deine Überwinderberufung in Ewigkeit formt und bastelt. Oder was mit Elvedin war oder was auch immer. Da ist nichts, aber ich mache es davor, was hätte ich machen? Ich hätte nicht heiraten dürfen, ich hätte das nicht, ich hätte jenes nicht. Du hättest gar nichts. Danke, Vater, du machst keine Fehler. Ich bin richtig in deiner Hand. Danke, Vater, preis sei dir. Wenn ich den Fehler nicht mache, wäre ich noch mit dem Mann zusammen. Und der Herr wollte vielleicht gar nicht, dass du mit dem Mann zusammen bist. Der Herr wollte, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist. Der Herr verwendet alle Dinge. Er verwendet sogar unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Schwachheiten. Er verwendet Krankheiten, er verwendet Tragödien, er verwendet Katastrophen, er verwendet Abgründe des Bösen, er verwendet den Teufel, er verwendet einfach alles, aber er ist der Chef. Er schiebt die Soldaten auf dem Spielfeld, auf dem Schlachtfeld umher. Er ist der Marionettenspieler, er hat die Dinge in seiner Hand. Magst du gleich fragen, oder? Ja. Ich kann nicht versprechen, dass ich eine Antwort gebe, aber... Also wenn ich das so her, dann ich glaube das auch, dass der Herr keine Fehler macht und dass wir unter seiner souveränen Hand sind. In mir kommt dann aber schon die Frage, weiß nicht, ob es in anderen auch kommt, was ist aber, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Okay, gute Frage. Gute Frage. Du hättest den Fehler nicht machen können, wenn der Herr nicht drin gewesen war. Für den Herrn wäre es ein leichtes gewesen, diesen Fehler zu verhindern. Es wäre ein leichtes gewesen, deiner Tochter zu sagen, an dem Tag woanders zu sein. Ein leichtes. Oder dem Herrn wäre es ein leichtes gewesen, den Mörder sich so verletzen zu lassen auf dem Weg dorthin oder vom Auto zusammengefahren zu werden, dass es gar nicht passiert. Es ist immer wieder so, dein Fehler hat nicht die Macht, Gottes Plan zu verhindern. Dein Fehler hat nicht die Macht.
Und deshalb gefallen mir auch in dem Thema des Sammeltrainings nicht so sehr die Botschaften, Warnungen, Fehler, Lektionen, die wir lernen können. Weil am Ende des Tages, das Wichtigste, was wir lernen müssen, ist nicht die Details, sondern das große Bild zu nehmen. Glaub mir, du wirst intuitiv vor Fehlern bewahrt werden, wenn du absolut kindlich, total abhängig in der Hand Gottes lebst. Der Vater wird schon richten. Das baut so ein Schutzschild um dich auf, dass Dämonen nicht rankommen. Das baut so ein Schutzschild auf, dass Krankheiten dich nicht erreichen, dass Gefahren, Unfälle abgehalten werden. Was sagt Jesus hier? Du hast diese Dinge, und ich glaube, es ist die Souveränität Gottes. Es ist das. Das ist einer der Generalschlüssel für ein Gotteskind. Das ist einer der Generalschlüssel. Diese Ergreifen dieser Offenbarung macht dich unbesiegbar. Und natürlich kommt die Frage, ja, wenn ich alles annehmen soll, darf ich dann noch gegen Dämonen gebieten? Darf ich noch Krankheiten heilen und so weiter? Oder muss ich krank bleiben? Glaub mir, sicherlich darfst du noch Hände auflegen, soll man ja, und Krankheiten heilen. Das ist ja auch in deiner Souveränität drin, dass er will, dass wir es tun. Aber weißt du was? Wenn es nicht der Wille Gottes ist, wird er es dir zeigen. Paulus hat dreimal gesagt, nimm den Dorn weg. Und hat der Herr gesagt, da bin ich dahinter. Ich habe schon mal erlebt, dass ich für Heilung gebetet habe, für eine Person. Und der Herr sagt, hör auf zu beten, die Frau muss sterben. Muss sterben, wird sterben. Es ist sein Plan und sie wird sterben. Du kannst beten, du kannst machen, aber sie wird sterben. Sie ist von ihm verordnet, sie wird sterben. Ich sagte, ich habe mitten im Gebet, hat er mich gestoppt. Schon 1993, schon lange her. Und ich habe am Anfang ein bisschen gekämpft damit. Aber irgendwann habe ich gesagt, ei, ei, Sir. Ich habe gewusst, sie wird sterben. Und als sie ein halbes Jahr später gestorben war, wusste ich, alles Roger, alles nach Plan, alles im grünen Bereich. Natürlich soll man für Menschen beten. Aber du kannst nicht gegen Gottes Plan beten. Und du kannst nicht die Dinge, die Gott beschlossen hat, verhindern. Manche denken, wenn ich lang genug bete, kann ich eine marode Ehe retten. Du kannst nichts retten, gar nichts retten. Du kannst beten, bis du schwarz wirst und wirst nicht retten können. Und du kannst einen Menschen nur vom Tod zurückholen, wenn der Herr es dir zeigt oder mit dir ist und wenn die Gnade da ist, dafür da ist, und dann wird es geschehen. Aber ich glaube wirklich, dass wir in so eine tiefe Akzeptanz eintreten dürfen. Und dass wir keinen Millimeter Vorbehalt in uns dulden über unsere Lebenssituation. Dass ich keinen Mann habe, dass ich den Mann habe, dass meine Kinder so sind, dass ich keine Kinder habe, dass der Chef so ist. Wir dürfen keinen Millimeter Vorbehalt im Herzen haben, dass du das arme Haschall bist, dass du halt durch die Finger schaust, mit den Kleinen kann man es machen. Keinen Millimeter mehr Opfergeist. Keinen Millimeter mehr, ich war armer schwarzer Kater, ich Pechvogel. Keinen Millimeter mehr. Kannst du mir erklären, wie der Pechvogel in das absolut von Gott verordnete Planspiel deines Lebens passt? Kannst du mir erklären, wie, dass du ausgenutzt wurdest, ich habe mir geschworen, ich lasse mich nicht mehr ausnutzen. Wer hat es denn zugelassen, dass du ausgenutzt wurdest? Der lebendige Gott hat es zugelassen. Gegen wen willst du dich denn ärgern? Ich könnte mich grün oder schwarz ärgern, weil ich so gutgläubig bin. Wer hat dich denn gutgläubig gemacht? Der lebendige Gott. Selbstvorwürfe hören auf. Opfergeist hört auf. Hätte ich nur. Du kennst ja einen Shoulda, Coulda, Woulda Blues, oder? Kanti, Dadi, Wari Blues. Auf Bayerisch. Ja? Auf Englisch Shoulda, Coulda, Woulda Blues. Ja? Wäre mein Vater Millionär, oder? Der Herr sagt, hör auf mit diesem Blödsinn. Er ist nicht Millionär und du sollst es auch nicht sein. Der Futterneid hört auf. Die holen sich von der Sozialhilfe das Geld und hackeln schwarz. Die leben wie die Made im Speck und bescheißen das Sozialamt. Lass sie, der Herr lässt sie gewähren. Dich lässt er nicht gewähren. Dich versorgt er übernatürlich aus seiner Gnade. Beneide nicht den Bösen, beneide nicht den Übeltätern. Die Nachbarn haben schon wieder mit Unrecht verdientem Geld ihr neues Auto. Warum begehrst du das? Dieses ganze Vergleichen hört auf.
Die Wiese ist grüner beim Nachbarn. Die haben immer, ist immer leichter. Die Kinder sind besser geraten in der Nachbarfamilie. Hör auf mit dem Blödsinn. Die Kinder sind geraten, wie sie geraten sind, damit der Herr verherrlicht werde. Ja, meine Kinder sind immer krank. Wo bin ich schuld? Wenn du was ändern sollst, muss der Herr dir zeigen. Aber zuallererst sagst du, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Ich glaube, heute lernen wir was. Heute lernen wir was ganz Entscheidendes an Lebenskunst. Heute lernen wir was ganz Entscheidendes, was so viele Kinderkrankheiten im Christenleben kuriert. Das Leben hat unfair mit mir gespielt. Weißt du was? Der Herr muss, Judith, der Herr muss deinen Protest so ausmerzen, dass nichts mehr davon, dass es zusammenbröselt wie der letzte Staub. Dein Protest, deine Protestmauer, dein Einspruch, dein, oder ich wäre gerne in einem anderen Körper, ich wäre gern nicht groß und dürr, ich wäre gerne, möchtest du gern klein und gedrungen sein, oder was möchtest du gern sein? Willst du gerne im Frauenkörper sein, im Transekörper, in welchem Körper willst du gern sein? Willst du gerne im Schweineschlangen oder sonstigen Körper sein, Eintagsfliegenkörper? Ich weiß nicht, aber der Herr macht keine Fehler. Ich bin so begriffsstutzig. Wo hört es auf? Ich verstehe sie, die anderen verstehen sie immer. Hör doch auf damit. Wenn der Herr will, dass du es verstehst, wirst du es verstehen. Und wenn nicht, dann verstehst du es nicht. Egal, wie oft du es versuchst. Fang doch mal an, den Herrn zu preisen, dass er keine Fehler macht. Er macht keine Fehler. Er braucht deine Meinung nicht. Er braucht deinen Einspruch nicht. Einspruch oder Ehren, Einspruch abgelehnt. Er braucht den ganzen Blödsinn nicht. Er braucht den ganzen Plumperquatsch nicht. Ich hätte es gern anders. Ich hätte das Leben gern ein bisschen anders. Ich sag dir, die Schuldzuweisungen auf. Ja, meine Eltern. Und es gibt schlimme Dinge. Es gibt das Kindesmissbrauch. Es gibt schlimme Sachen. Es gibt Vergewaltigungen. Aber glaub mir, auch in all dem hat der Herr keinen Fehler gemacht. In all dem hat er keinen Fehler gemacht. Weil du nicht ewig mit auf seiner Spur wärst, ohne diese ganzen schrecklichen Dinge. Ja, meine Eltern haben immer den Bruder vorgezogen und ich war nicht geliebt und der Freund hat mit mir nicht gut umgegangen und dies und jenes und der Chef war unfair. Weißt du was, das ist alles an seiner Hand vorbei musste, alles, 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 alles. Na, weißt du, was du als freien Willen empfindest, ist seine Inspiration in dir. Ganz ehrlich, Annemarie, war Simon frei, dass du ihm gefällst? Nein. Weil Simon konnte sich nicht aussuchen, dass du ihm gefällst. Es war gar keine freie Wahl. Es war Schicksal. Simon stand auf dich. Und Simon, du konntest, there's nothing you could do about it. Reicht dich? Und jetzt, komm her, Simon. Gib her, Simon. Ich brauche eine High Five von dir. Ja. Case closed. Fall geklärt, oder? Na, ehrlich. Ihr Lieben, was wir gemeinhin freier Wille nennen, ist absolute Vorherbestimmung. Absolute Bestimmung. Aber ich habe mir heute früh zum Frühstück das Ei gemacht aus freiem Willen und nicht das Nutella-Brot. Darf ich fragen, warum? Ja, ehrlich gesagt mir ist das Nutella-Brot nicht eingefallen. Und warum ist er nicht eingefallen? Merkst du schon langsam was? Das, was wir als freien Willen, warum schmeckt manchen Leuten Blumenkohl und manchen nicht? Hast du einen freien Einfluss drauf, was dir schmeckt? Was für ein Mensch dir gefällt, ein Mann, eine Frau dir gefällt, was du gern isst, was du nicht gern isst, wo du gerne Urlaub hinfährst, auf nichts hast du Einfluss. Wenn du mal begreifst, dass das ganze Leben überhaupt nicht Freiheit in dem Sinne ist, dass du 1000 Wahlmöglichkeiten ständig wählst, würde dich eh verrückt machen. Nein, du bist von höherer Warte in deinem ganzen Geschmack vorherbestimmt. In deinem ganzen Geschmack hat der Herr dein Leben aufgesetzt und konfiguriert. Im Großen wie im Kleinen, das, was wir so... Ich weiß nicht, was du hinaus willst, da sind wir doch verantwortlich und so weiter, aber frag mich was Leichteres. Einsmals am Ende des Tages bekommt der Herr die Ehre.
Aber wenn du zutiefst glaubst, der Papa wird es richten, der Papa hat mein Leben aufgesetzt, der Papa hat mir diese Eltern gegeben, diesen Geburtsdatum, der Herr hat mir das gegeben, diese Umstände, wo ich aufwachse, wann, wie, was, wie hoch, wieso, welchen Lehrmeister, der Herr hat mir alles gegeben. Und sag nicht, du wärst gern wer anders, weil dann legst du dich mit seinem guten, vollkommenen Willen an. Und der Herr möchte tatsächlich, dass du kapitulierst. Egal wie leidvoll dein Leben ist und war, egal wie schrecklich es war, egal wie, weißt du, was ich glaube? Dein Leben kann besser werden, wenn du kapitulierst. Dein Leben kann besser werden, wenn du mit dem Widerstand aufhörst. Und wenn du wie Jesus es zu Paulus sagte, es ist schwer, gegen den Stachel auszuschlagen. Wenn das Pferd gegen den Stachel der Sporen ausschlägt, tut's weh. Und er hat gesagt, ich bin dein Stachel. Und ich bewirke, ob wir jetzt schnell gehen an den Zügeln oder langsam. Und ich bringe deinen Regen. Und besser lass es zu und hör auf, dich zu wehren, weil es tut weh gegen den Stachel. Wer von euch weiß, von was ich rede? Gib endlich auf. Gib deinen Kampf gegen das Leben, gegen den Kampf gegen Gottes Willen, gegen Gottes Anordnung, gegen Gottes Souveränität. Warum du so bist, warum du so langsam bist, warum du so schnell bist, warum du so alt, so jung bist, so unreif. Gib es auf! Sag, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du machst keine Fehler, egal was passiert, du bist immer gut, dein Wille ist immer gut. Was auf einmal das für Möglichkeiten ermöglicht. Erlaube keinen Millimeter Raum für Schuldzuweisungen an irgendwen, auch nicht an dich. Keine Schuldzuweisungen an irgendwas mehr. Keine Selbstvorwürfe mehr. Kein Unfairheitsdenken, kein Opferdenken, kein was wäre wenn, kein hätte nur, nichts mehr. Aus, 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 aus. Ich preise dich, Vater, du machst keine Fehler. Kannst du schön langsam, dämmert es dir schön langsam, dass das dein verdecktes Selbst dem Chaosbereich in den Rückgrat bricht? Dämmert es dir mal, was für eine Kurierung das bedeutet? Fresser, Weinsäufer, aufs Tiefste beleidigt. Ich danke Vater Himmels und der Erde. Vater, du bist souverän sogar in dieser Beleidigung. Vater, du bist souverän sogar in dieser Tragödie. Vater, du bist souverän in dieser Beraubung. Vater, du bist souverän in meinen Schmerzen. Vater, du bist souverän in meiner Einsamkeit. Vater, du bist souverän und du machst keine Fehler. Und jetzt schauen wir den nächsten Vater an, den nächsten Vers an, und der haut dir erst recht den religiösen Vogel raus. Bereit? Nächster Vers, Matthäus 11, 26. Ja, Vater, sagen wir mal gemeinsam, ja, Vater. Allein diese zwei Worte sind schon immens. Sag ja zum Vater. Denn so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Komm her, Jörg. Ist krass, aber jetzt sagst du das in deiner Situation, in all dem Schweren, sagst genau diesen Satz für deine Situation. Hier. Ja, Vater. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Amen. Manche würden sagen, du bist verrückt, sowas zu sagen. Judith, komm her. Komm her. Sie wird dir helfen. Deiner Situation, deinen Nöten, deinen Kämpfen, deinem Ringen. Ja, Vater, so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Amen, Amen. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Okay. Amen. Und jetzt, Sabine, deine Situation, deine Scheidungssituation, der Druck finanziell, die Armut, die Schmerzen, gesundheitliche Nöte. Er macht keine Fehler. Sag von ganzem Herzen. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Amen, Amen, Amen. Mariana? Ja,
20 Jahre Hölle. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Amen. Amen. Ihr Lieben, das mache ich nicht, um euch zu quälen. Das mache ich nicht, um Gott in ein schlechtes Licht zu rücken, um Gott als Sadist darzustellen. Ich habe diesen Satz, ja, Vater, das ist wohlgefällig gewesen in deinen Augen, immer nur bezogen auf die Aussage, er hat den Weisen und Klugen verborgen. Aber ich habe nicht gesehen, dass diese Dinge die souveräne Anordnung sind, dass er beleidigt und abgelehnt wurde. Und dass er sagte, Vater, das ist dir wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Das habe ich nie gesehen und du wahrscheinlich auch nicht. Ich staune, wie das Licht auf einmal auf diesen Vers scheint. Wie das Licht auf einmal auf diesen Vers scheint. Vater, ich sage ja zu deinem Willen. Ich sage ja zu deiner Umgebung. Ich sage ja zu deinen Lebensumständen. Und ja, jetzt komm noch mal her. Zweite Runde. Nicht mehr Antonia. Jetzt die Lebenssituation in deiner Familie, Sebastian, deine Frau. Dein Leben der letzten 15 und 20 Jahre. Keine Karriere mehr haben zu können. Jetzt zweite Runde. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Amen, amen. Julia, komm mal her. Kurz vorm Doktortitel gestanden und der Herr hat einfach gesagt, lass es jetzt. Einfach so. Jahre der Arbeit umsonst. Ja, Vater. Denn so ist es wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Amen, amen, amen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob er schon die Power spürt, wenn das von Herzen gesprochen wird. Wie dieses Einwilligen in seinen großen Plan und Willen eine Atombombe zündet. Wie auf einmal dein Leben in die göttliche Ordnung sinkt und einklickt. Wie auf einmal Frieden kommt. Wie auf einmal so viel Kampf und Krampf aufhört. Der Herr Jesus hat ohne jeglichen Vorbehalt Gottes Willen in seiner Umgebung akzeptiert. Und dann sagt er, den Vers 27, den er vor kurzem hatte, kam, wie wir gesprochen haben, schlägt es noch aus, schießt noch kurz, ja, passt. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt den Sohn völlig aus dem Vater, niemand erkennt den Vater völlig außer dem Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Weißt du, ich habe nicht begriffen, dass dieser wichtige Satz, der exklusiven Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn und dass der Vater den Sohn kennt und der Sohn den Vater kennt und dass wir da hineingenommen werden sollen, dass er diese intime Liebesbeziehung uns offenbaren will. Er will es absolut tun. Aber ich habe nicht begriffen, in welchem Kontext Jesus das sagte. Und ich weiß nicht, als die Anna heute noch gebetet hat, bevor ihr alle gekommen seid, ich preise dich, Vater, dass wir heute tiefer lernen, in Christus zu sein. Und dann habe ich mir innerlich gedacht, oh Anna, du weißt noch gar nicht, was ich vorhabe zu predigen. Ich habe vor, wieder eine unangenehme, unsympathische Botschaft über selbst zu predigen. Ich habe keine tolle in Christus Botschaft vor, Anna. Ich habe gedacht, Anna, ich will dich nicht enttäuschen, aber heute wird es gar nicht so gemütlich werden. Das selbst, Klappe die 18. kommt mal wieder heute dran. Und während ich, und das erlebe ich in den letzten Wochen ja immer so, während ich predige, kommt das Licht der Offenbarung und check ich, um in Christus so reingezogen zu werden, musst du die Dinge, die Gott den Weisen verborgen hat, in kindlicher Weise erstmal einwilligen. Ich ahne es nur. Ich habe noch nicht das Ende dieses Weges offenbarungstechnisch, theologisch oder sonst wie geistlich beschritten, aber ich ahne es, dass die Einwilligung und das absolute Akzeptieren, dass Gott alles bewirkt, mein Leben völlig in seiner Hand hat,
eine Voraussetzung ist, dass uns der Vater offenbart werden kann und der Sohn und dass wir in den reinen Gott hineinkommen können. Wenn das nicht gesettelt ist, glaube ich, kommen wir nicht rein. Kommen wir nicht rein. Sind es nur Richtigkeiten? Sind es nur, ach ja, auch schon mal gehört in Christus. Der Vater ist im Sohn, der Sohn ist im Vater. An jedem Tag, wo wir erkennen, dass ich im Vater bin, das ist doch nicht papalapap. Wie erkennen wir es? Da muss der Weg freigeräumt werden in unserem Herzen. Da muss der Weg freigeräumt werden in unserem Einspruch, euer Ehren, Kunde, König, denken. Da muss der Weg freigeräumt werden und ihr Lieben, es wird da gerade. Diese Predigt ist so mega für mich, für euch. Das ist so eine Sternstunde heute. Das ist so, wird so selten so drüber gelehrt in der Weise und so selten auf diese Weise. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat der Herr sich ausgedacht, hat der Herr vorgesehen, auch wie ich jetzt über das Thema jetzt spreche. Ist nichts davon vorbereitet, sondern ich wollte ganz anders da das Thema ansprechen. Aber der Herr hat den Vater absolut genommen, für alles. Er hat sich über nichts bekümmert. Er hat sich nur im Vater geborgen. Er wusste, alles muss am Vater vorbei. Der Vater macht alles richtig. Der Papa wird schon richten. Und da fährt die Eisenbahn drüber, da verrutscht nichts, da verwackelt nichts. Da gibt es kein Ja, aber Ja, sowohl als auch Nein. Der Papa macht's gut. Und in diesem Urvertrauen, in diesem tiefen kindlichen Vertrauen, kam ans Ziel. Und konnte Gott in seinem Leben vorangehen, zum Kreuz, an den höchsten Ort. Und ich glaube, so ist es bei uns auch. Wenn das gesettelt ist für uns, dann fallen 100 Probleme weg, wo wir immer im Kreis gelaufen sind. Immer und immer und immer wieder im Kreis. Ja, aber und immer auf die Kleinen und die anderen sind weiter als ich und vergleichen und Minderwertigkeit und Überheblichkeit. Alles vergleichen und nichts mehr. Alles fällt weg. Alles ist richtig. Der Vater macht es richtig. Meine Mama hat immer so ein Abendgebet für mich gebetet. Komm mal ganz kurz her, Mama. Die Mama ist übrigens letzte Woche 84 geworden und ich danke dem Herrn für meine Mama. Sie ist 84 und kein bisschen leise. Weise ist sie schon ein bisschen geworden. Und sie hat als Kind ein Gebet, ein Abendgebet, Morgengebet. Herr, dieser Tag und alles, was er bringen mag, sei mir aus deiner Hand gegeben. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg, ich will ihn gehen. Du bist die Wahrheit, ich will sie sehen. Du bist das Leben, mag mich umwehen, Leid und Kühle. Alles Nein, Glück ist und Glut. Gut. Sag's nochmal, mag mich umwehen. Glück und Glut. So, das müssen wir durcheinander bringen. Du bist das Leben. Ja. Mag mich umwehen, Leid und Kühle, Glück und Glut. Alles ist gut, so wie es kommt. Gib, dass es mir frommt. Das habe ich im Internat gelernt. Genau, in deinem Namen beginne ich. Und in deinem Namen beginne ich. Und der Michael hat immer gesagt, nein, das will ich nicht. Ja, alles ist gut. Nein, ich habe mir gesagt, ich will das nicht, Leid und Kühle, Glück und Glut, alles ist gut. Das habe ich schon gecheckt mit meinen 4 Jahren, dass ich das nicht haben wollte. Ich wollte noch nicht sagen, ja Vater, du machst keine Fehler. Weißt du, auch ein Kind mit 3, 4 Jahren, 5 Jahren merkt schon, ich würde mir lieber die Rosinen aus dem Kuchen. Okay, pass auf, ja. Okay, danke schön. Auf alle Fälle, dieses Gebet hat mich als 4-Jährigen mit der Souveränität Gottes konfrontiert. Und ich habe als Kind gesagt, nein, Mama, das will ich nicht haben. Ja, und das wollte ich auch nicht haben. Und wer will das auch unbedingt haben? Aber der Herr macht trotzdem keine Fehler. Wow. Hiob hat sich rausgeredet. Er wollte sagen, Gott hat einen Fehler gemacht. Du hast den Falschen bestraft. Aber der Herr Jesus sagte, du machst keine Fehler, ich bin völlig in der Hand des Vaters. Ob ich lebe oder ich sterbe, was passiert? Er hat sich nicht verweigert, er hat sich nicht gewehrt, nichts war ein Fehler. Er hat nichts zurückgewiesen. Er hat alles aus der Hand des Vaters widerspruchslos genommen. Weißt du, wenn unser verstecktes Selbst behandelt wird, dann kommen Tragödien, dann kommen wie bei Hiob
der Wirbelsturm, dann kommen die Dornen. Bizarre Dinge, wo du denkst, es darf nicht wahr sein, das ist ja wie im schlechten Film. Aber sie erzwingen und provozieren eine Reaktion von uns, von unserer Umgebung. Und diese Reaktion zeigt, ob wir sein Joch auf uns nehmen. Denn der nächste Vers heißt, sehr bekannt, kommt alle her zu mir, die euch abmüht, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch erquicken. Und dann heißt es in Vers 29, ist alles ein Abschnitt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, einer Sanftmütiger wehrt sich nicht, und von Herzen demütig. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist mild und meine Last ist leicht. Oder sanft und meine Last ist leicht. Was für ein Joch will der Herr, dass wir auf uns nehmen? Ist das Joch, was er auf sich genommen hat? Danke, Vater, es ist alles gut, du machst keine Fehler. Du kannst dieses Joch abschütteln und weiter klagen und murren und dich beschweren und du wirst dich unglücklich machen deinem ganzen Leben. Und du kannst inmitten großer Not, Tragödien und allem, kannst ein Joch auf dich nehmen und sagen, Herr, du machst keine Fehler. Ich nehme meine Schmerzen als das Joch. Ich nehme die Schwierigkeiten. Ich nehme meine Einsamkeit. Ich nehme all diese Dinge, die du für mich jetzt so zugelassen oder herbeigeführt hast, als mein Joch. Aber ich lerne jetzt von dir und ich widerspreche nicht mehr. Ich bin einverstanden, Vater. Und weißt du, was der Herr verspricht? Wir werden Ruhe finden. Der Jörg, du hast es schon erlebt, du wirst Ruhe finden, wenn du sein Joch annimmst. Es ist ein Joch. Du lässt dich unter sein Joch spannen. Du bist nicht mehr so frei, mit der Situation umzugehen, wie du willst. Aber du nimmst sein Joch. Du nimmst alle Umstände als dein Joch. Und ich sage dir, ob du das Joch annimmst oder ablehnst, bestimmt, ob dein verstecktes Selbst fröhliche Urstände feiert und aufblüht oder ob es sterben darf. Es kann nur sterben unter dem Joch. Es kann nur sterben, wenn du alle Dinge aus deiner Hand annimmst und nicht mehr dagegen kämpfst. Nur dann wird das Selbst in uns absolut besiegt. Psalm 40, Vers 8. Ich bin glücklich darin, deinen Willen zu tun. Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Und wenn dein Wille eine Tragödie ist, wenn dein Wille Leiden ist, dann werde ich nicht einfordern, es müsste anders sein. Ich werde nicht einfordern, mein Leben hätte anders verlaufen müssen. Nein, nein und niemals tausendmal nein. Die Frau, die mir geschickt hat, ist die beste Frau, die mir schicken konntest. Das Single-Sein ist meine Lebenssituation, meine Ehe, alles. Das Kind, was ich bekommen habe, die gesundlichen Einschränkungen, die Behinderungen, alles in meinem Leben, im Leben meiner Kinder, was immer, die Ungerechtigkeiten, sind das Beste, was du für mich im Sinn haben konntest. Und ich werde nicht mehr dagegen gehen. Ich lerne von dir. Ich gehe unter dein Joch. Ich nehme dein Joch auf mich. Ich preise dich. Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun, deinen Willen zu akzeptieren. Du bist der Herr des Himmels und der Erde. Ja, Vater, so war es wohlgefällig für dich. Dämmert es uns, was die Haltung ist. Lernt von mir, sagt der Herr. Nehmt das Joch auf euch. Herr, was in diesen Umständen, in diesen Schwierigkeiten, in diesen Beleidigungen, in diesen Ungerechtigkeiten, ich denke, es hätte nicht passieren können. Ich denke, ich hätte etwas Besseres verdient gehabt. Nein, Herr, ich sage Ja und Amen zu deinem Willen. Ich sage Ja und Amen zu deinem Willen. Lernt von mir. Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Können wir jetzt diesen ganzen Abschnitt verstehen? Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Er macht uns sanftmütig, er macht uns widerstandslos, er macht uns wie Wachs in seiner Hand. Wir vertrauen ihm, wir ruhen in ihm. Wir sagen, Leid und Kühle, Glück und Glut, alles ist gut. Das, egal was an Bitterkeit in mein Leben kam, an Schwierigkeit in meinem Leben kam, ich nehme dein Joch, ich nehme dein Joch. Und weißt du, was als nächstes passiert nach Kapitel 11? Da geht er mit seinen Jüngern, der König geht mit seinen Jüngern in das Feld am Sabbat und sie reißen die Ähren aus, weil sie hungrig sind. Und
Jesus bricht zusammen mit seinen Jüngern den Sabbat. Begreift ihr den Text zusammen? Ich habe den Text zusammen noch nie gesehen. Warum ist das demonstrative Brechen des Sabbats im Folgekapitel so wichtig für das, was Jesus hier sagt? Warum? Weil Jesus für uns den inneren Sabbat bestimmt hat. Der kommt aus der Ruhe, aus das, wenn wir sanftmütig wie er sind, von ihm lernen, das Joch auf uns nehmen, dann erleben wir den wahren Sabbat, Christus als unsere tiefe Sabbatruhe. Und wenn er unsere Sabbatruhe geworden ist, indem wir sein Joch auf uns nehmen, dann kann er den äußeren Sabbat mit den äußeren Regeln brechen und abschaffen. Ja, dann muss sogar Jesus. Es war kein Malheur, dass es zufällig, es ist ja alles souverän angeordnet. Es war kein Malheur, dass sie hungrig waren am Sabbat. Nein, der Vater wollte, dass sie am Sabbat den Sabbat brechen und entweihen. Weil der Vater den äußerlichen rituellen Sabbat beenden wollte, nachdem Jesus in sich den inneren Sabbat erlebt und ihn für uns bestimmt hat. Er will, dass wir diese Sabbatruhe, diese Ruhe in ihm erleben können. Und weißt du, das versteckte Selbst ist so blind. Es ist so blind, wie stolz es ist. Aber es wird automatisch in uns vernichtet und überwunden, wenn wir alle Dinge, Selbstmitleid, Einsprüche, Proteste aufgeben und ihn als unser Alles nehmen. Weißt du was, du kannst Christus nicht als dein Alles nehmen, wenn du nicht die Souveränität akzeptierst. Wie willst du das denn alles nehmen, wenn der Herr hier und da nicht gut genug aufgepasst hat? Wenn hier und da der Herr den freien Willen zulassen müsste? Wenn er Sachzwänge hat und gebunden und unfrei und sonst was ist? Wie willst du das denn alles denn nehmen, wenn du an so viele tausend andere Dinge auch noch denken musst? Hey, du hast vergessen, Generationsflucht zu brechen. Wie konntest du nur? Jetzt hast du das Leid zu tragen. Wer ist denn dann der, der an alles denken muss und der alles wissen muss und der alles richtig machen muss? Das bist dann du. Aber nein, weißt du was, wenn es eine Generationsflucht irgendwo zu brechen gibt, wird der Herr es zur rechten Zeit offenbaren oder automatisch beheben. Ja? Und dich nicht zu einem Wissenschaftler machen von Flüchen und Befreiungen und sonst was. Und ja, nichts darfst du vergessen, weil sonst fängst du wieder an dem Mönchen ein oder sonst was. Nein, der Vater ist dein Alles. Du vertraust ihm, er ist der one and only Faktor und du hängst dich an ihn und er wehrt den Bösen ab. Er verbietet es dem Teufel, er verbietet es den Einbrechern, er verbietet es den Räubern, er verbietet es. Es wird dich nicht treffen, sagt er. Und wenn 1000 fallen an der Linken, 10.000 an der Rechten, dich wird es nicht treffen, weil der Vater ist, der über dir wacht. Und ich weiß, wie es euch geht, mich tröstet das, mich gibt das Geborgenheit und mir gibt das Mut, mich nur noch auf eine Sache zu konzentrieren, auf den Herrn, auf Christus, weil so hat der Herr gelebt, so war auf den Vater ausgerichtet. Für ihn zählt nur der Vater, ihn hat der Teufel nicht die Bohne interessiert und das sollte uns auch nicht. Halleluja. Ich bin so froh, dass der Herr diese Botschaft so befreit, wie er es getan hat und ich glaube, ich weiß, wie es euch geht, aber da ist ein Trost dahinter. Da ist Frieden und Ruhe dahinter. Amen. Danke, Herr. Welch Wunder, welch Geheimnis ist, dass Gott und Mensch sind eins als Zeit. Gott wurde Mensch, macht uns zu Gott, mit Ökonomie voll Herrlichkeit. Sei wohlgefallen, Herzens gut, sein höchstes Ziel in Ewigkeit. Sein wohlgefallen, Herzens gut, sein höchstes
Liebe, sie
unbeschreiblich schön, unendlich reich. Nichts in dieser Welt kann mich erfüllen. Jesus, du kannst meinen Hunger stillen. Mit dir Mit dir kommt der Himmel zum Himmel.
niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, o Herr, es bleibt keiner ist wie du. Thank you.
Ich habe so einen Eindruck, dass wir im Thronsaal anbeten und dass das Lamm vor uns ist, so in Purpur, majestätisch, das Lamm Gottes. Prophetischen Eindruck hast, ein Sprechen vom Herrn, dann komm einfach ans Mikrofon. Es war,
Es war, bevor du deinen prophetischen Eindruck mitgeteilt hast. Bevor der Michael seinen prophetischen Eindruck mitgeteilt hat, dass wir im Thron, also vor dem Thron, wir anbeten, war es, dass ein paar Minuten vorher ich einen Schritt zurückgegangen bin und ich bin dann immer wieder hier an dieses Bild vom Thron. Vom Thron. Und ich hatte das die ganze Zeit vor mir, was das für eine unbeschreibliche, in menschlicher Sprache unbeschreibliche zu beschreiben, dass wir im Thronsaal Gottes sein dürfen, um ihn anzubeten. Was für eine Gnade und was für eine Liebe und was das, ja, wir verstehen werden, erst wenn wir bei ihm sein werden. Ich habe den Eindruck, dass der Herr sagen will, ich habe Freude und Wohlgefallen daran, wenn ihr mich Gott sein lasst. Es ist mir so, wie wenn der Herr sagt, ich will die belohnen, die mich Gott sein lassen und die mich nicht zu irgendwas anderem verwenden, sondern die mich Gott sein lassen. Dass ich das brauche, was du sprichst zuerst, damit man das besser verstehen kann. Der Herr hat mir schon vor einigen Wochen gesagt, dass er aus uns, aus seinem Leib einen Klangkörper zum Lobpreis des Vaters machen möchte. Und jetzt habe ich während des Lobpreises gesehen, dass er hat uns zu einer Kathedrale hochgezogen. Wir alle als Menschen, wie wir sind zusammengefügt worden zu einer Kathedrale, die eine ganz hochgezogene Spitze hatte. Und diese Spitze, die hat sich dann von der Erde losgelöst und ist bis in den Himmel hinein. Und diese Spitze war zuerst aus lauter Sternen und dann war es nur mehr gleißendes Licht. Und dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrgenommen habt, der Lobpreis war noch nie so voll als heute. Es war einfach ein neuer Lobpreis. Und ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass du uns verwendest. Uns in dir verwendest, um dem Vater die Ehre zu geben. Dass wir würdig sind, in dir dem Vater zu preisen. Dass du das machst und wir in dir. Ich danke dir, Herr. Wir berühren den Thron durch dich. Ich danke dir. Heil dir, Jesus, ewe König. Heil dir, Jesus. Heil dir, Jesus.
erwarten dich, oh, heilige Jesus, ewiger König, wir erwarten dich, heilige Jesus, ewiger König. Prophetischer Art, Bilder oder Sprechen vom Herrn? Ich habe so die Füße des Herrn laufen sehen und dann habe ich so wie ein paar Stufen gesehen. Also ich habe nicht die ganze Treppe gesehen, nur ein paar Stufen. Und wie er dann hochgelaufen ist und dann nach ein paar Stufen hat er sich hingesetzt und dann ist jemand gekommen und hat angefangen, ihm die Füße zu waschen. Und dann hat er gesagt, ihr sollt einander die Füße waschen. Und in dem Moment habe ich jetzt nicht gewusst, ob er jetzt physisch meint, denn ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass da was Geistliches eher dahinter ist. Und dann habe ich gefragt, okay, sollen wir uns physisch die Füße waschen oder ist was Geistliches damit gemeint? Und dann hat er gesagt, beides, ihr sollt euch die Füße waschen, aber in erster Linie meine ich damit eine Herzenshaltung, die in euch sein soll. Und ich hatte einfach so stark den Eindruck, dass der Herr zu mir gesagt hat, wir sollen in Liebe und Demut einander dienen. Und er hat noch gesagt, ihr sollt den anderen in der Gemeinde höher erachten als euch selbst. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, weil irgendjemand hat vor ein paar Monaten auch irgendein Bild gehabt mit einer Treppe und dass er drauf hochgestiegen ist und dass wir diese Stufen sind, unsere Herzen. Und ich habe irgendwie stark den Eindruck gehabt, dass es damit zusammenhängt, dass wenn wir einander die Füße waschen, im Herzen diese Herzenshaltung haben, demütig sind und den anderen höher achten als uns selber, dass es auch ein Schritt ist, wo der Herr schneller wiederkommt, weil das mit eine Vorbereitung dazu dient. Amen. Ich bin der ich bin. Ich komme euch, wie Herr, die Gnade
und ich tue meine Werke in euch. Und ich liebe euch sehr und ich fertige das rechtzeitig. Je mehr wir aufhören können, um uns selbst zu drehen und mit uns selbst zu beschäftigen, und das sind jetzt nicht nur so die Sorgen des täglichen Lebens, sondern vor allen Dingen auch dieses geistliche Beschäftigen, habe ich es richtig gemacht, habe ich richtig gebetet, habe ich richtig gefastet, habe ich richtig. Und stattdessen ihn als den einzigen Fähigen wirklich erkennen in unserem Geist, umso mehr wird ganz automatisch dieser Ruf in unserem Herzen aufsteigen. Wir warten auf dein Kommen, wir warten, dass du kommst, wir wollen, dass du kommst. Weil wisst ihr, dieses Beschäftigen mit sich selbst, auch mit der eigenen Geistlichkeit, klebt uns an die Erde, klebt uns an uns selbst. Und unser Selbst kommt nicht mit, ist nicht der Auferstehung, geht nicht in Auferstehung, selbst muss am Kreuz bleiben. Und Herr, so bete ich, dass heute Heilung geschieht in all diesen Selbstkonzepten und geistlichen Konzepten, die wir vielleicht kultiviert haben. Und vielleicht mögen sie sogar in der Vergangenheit gepasst haben. Aber jetzt ist diese neue Zeit, wo wir dich als das Zentrum, an den, auf dem das Wohlgefallen des Vaters liegt, erkennen und das Wort des Vaters ernst nehmen, wenn er sagt, auf ihn hört, auf ihn schaut, was er tut, ist richtig. Und Herr, ich danke dir, dass so dieser wirkliche und wahre innere Herzensruf in uns aufsteigt. Maranatha, komm bald. Maranatha, komm bald. Nicht als etwas, was wir produzieren, sondern als eine Wirkung von dem. Maranatha, komm bald, König, wir wollen dich sehen. Wir wollen dich sehen. Ich will dich sehen, Herr. Bald. Eine rechte Hüfte war es. Hat irgendjemand was an der rechten Hüfte? Hier so in dem Bereich. Du musst mal hergehen. Der rechten Hüfte. Sag mal, was los ist. Ich habe die heute vor dem Gottesdienst so ungefähr eine oder zwei Stunden ständig eine Schmerzen ohne Grund gehabt, da auf rechte Hüfte. Ja. Gut, betest du? Magst du auch hingehen? Wollt ihr zu hinter sie gehen auch? Und du betest für sie. Gebiete einfach die Heilungskraft rein, ja? Amen. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Oh, ich bin in Jesu Namen jeden Schmerz, Herr. In Jesu Namen befehle ich jetzt der Hüfte, jetzt in die göttliche Ordnung, in Jesu Namen. Vater, lass jetzt Heilung fließen, in Jesu mächtigem Namen, Herr. Dein Blut, Herr, dein Blut heilt, Herr. Ich danke dir, Herr. Jetzt völlige Wiederherstellung in Jesu Namen. Amen. Was ist bei dir, Timotheus? Das Mikrofon, immer, bitte. Ja, immer Beschwerden, also auch vor allem die rechte Hüfte. Ja. Genau, hier vorne, aber auch hinten. Wie lange schon? Das ist, seit ich eigentlich Jugendlicher bin. Mal mehr, mal weniger. Okay, hast du jetzt aktuell Schmerzen, gerade jetzt oder heute? Jetzt auch. Okay, gut, wollen wir jetzt beten und dann, dass du, kannst du mal einschätzen im Moment auf der Skala, wo der Schmerz liegt im Moment? Jetzt wäre so bei 5, 6. Von 10. Also ist schon ist deutlich spürbar dauernd, also ist nicht so, dass du es fast nicht merkst, nur leicht, wenn du dran denkst, das merkst du deutlich. Ja, ja. Manchmal ist es mehr, manchmal weniger. Aber jetzt gerade ist es deutlich. Genau, ja, so 5. 5, auf der Skala von 0, 10 ist am meisten, ja, 5. Okay, jetzt betest du und danach wollen wir weniger sehen, durch den Glauben des Herrn. Aber natürlich nur, wenn es so ist. Amen, wir wollen Wirklichkeit haben. Amen, danke Herr. Oh Herr, in Jesu Namen binden wir jetzt jeden Schmerz, jede chronische Schmerz, du bist gebunden. Du stellst dich jetzt unter den Namen Jesus Christus.
In Jesu Namen befehle ich dem Körper jetzt in die göttliche Ordnung. Hüfte, du gehst jetzt in die göttliche Ordnung. Jede Amen. Sehne, jeder Knochen, jeder Teil der Anatomie, jetzt in die göttliche Ordnung, Vater. Völlige Wiederherstellung in Jesu Christi mächtigem Namen. Amen. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Magst du mal was schauen, probieren, belasten, irgendwas tun? Ist schon irgendwas spürbar? Bis jetzt keine Veränderung. Ist keine Veränderung? Bet nochmal. Oder lass mich nochmal beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. In Jesu Christi Namen. Völlige Heilung jetzt. In Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke für völlige Heilung in Jesu Christi Namen. Probierst du mal, was zu belasten, irgendwas passiert ist, irgendwas anders ist. Unverändert noch oder hat sich was verbessert? Ja, vielleicht ein kleines bisschen besser. Okay, jetzt beten wir gemeinsam nochmal, die zwei nochmal. In Jesu Namen, in Jesu Christi Namen. Im Namen Jesu brechen wir jeden Aufruf des Feindes ab. Wir brechen jeden Fluch ab in Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Frei, frei, in Jesu Namen. Frei jetzt, in Jesu Namen. Komplett frei, frei, in Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Völlige Heilung. Mal schauen. Ja, vielleicht ein bisschen leichter, aber okay. Es noch. Gut, sollte es später noch besser werden, kommt auch nochmal. Oder in den nächsten Tagen wollen wir einfach vertrauen, dem Herrn vertrauen. Amen. Gibt es sonst noch ein Wort der Erkenntnis für Heilung? Irgendjemand, was bekommen hat, was der heilen möchte? Sonst sag ich meines, ich habe gesehen Halswirbelsäule, dass da irgendwas ist, was der Herr berühren, heilen will, irgendwas an der Halswirbelsäule. Gibt es da irgendwas, Beschwerden? Ja. Ich habe schon seit, ich weiß nicht mehr, so 3 Jahre, sehr viel Schmerzen in meinem Hals. Und ich muss immer crack. So. Okay, Schmerz. Hast du also jetzt auch mal Schmerzen, jetzt heute? Heute habe ich schon gehabt. Es ist immer so, es kommt und geht. Aber jetzt gerade keine Schmerzen? Nein, jetzt keine. Aber dann würdest du nicht, 5 Minuten vielleicht. Danke, Herr, du hast jetzt einfach, Herr Jesus, ich danke dir einfach, du hast jetzt gesprochen, dass du es hast du Glauben, wenn der Herr es sagt, dass er heilen will. Danke, Heiliger Geist, wir danken dir jetzt in Jesu Namen. Ich befehle jetzt, dass es von dir genommen wird, dass es weg von dir, in Jesu Namen. Heiliger Geist, ich befehle jetzt, dass jetzt in die Halswirbelsäule heilende Kraft hineinkommt. Ich breche ab von dir jeden Schlangengeist. Ich breche ab von dir in Jesu Christi Namen alles im Punkt der Skoliose, alles, was am Hals nicht in der Ordnung Gottes ist, in Jesu Christi Namen. Ich befehle, alles von dir zu weichen, jetzt in Jesu Christi Namen. Es verlässt dein Körper, es verlässt deine Wirbelsäule, jetzt in Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen, ganz frei, ganz frei. In Jesu Christi Namen, ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist.
Völlige Freiheit, völlige Freiheit. Amen. Hast du irgendwas gespürt gerade? Hast du irgendwas gemerkt? Es war heiß. Es war heiß? Amen. Ja. Okay, Amen. Wenn es die nächsten Tage gut ist, wollen wir hören von dir, dass der Herr besser gemacht hat. Halleluja. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Das Übliche? Ja, das Übliche. Ja. Ist es schon mal besser geworden? Ist es gerade momentan eher schlimmer oder wie ist es momentan? Jetzt ist es auch so mittel, würde ich sagen, ja. So mittel? Fünf. Spürst du jetzt gerade, jetzt so gerade im Moment? Ja, wenn ich mich strecke. Okay, danke Heiliger Geist, wir danken jetzt für ein Wunder. In Jesu Namen, Heiliger Geist, komm jetzt hinein in die Wirbelsäule. Heiliger Geist, ich preise dich. Preise für wunderwirkende Kraft, nicht doch Herr der Kraft, sagt der Herr, sondern doch meinen Geist. Du hast jetzt gesprochen, du willst jetzt von ihm nehmen, frei in Jesu Namen, ganz weg, ganz frei in Jesu Namen. Jedes Joch, jede Last, die der Timo nicht tragen soll, ist von ihm genommen, von seinem Hals und Schultern genommen. Jetzt in Jesu Namen. Amen. Gut, schaut auf die nächsten Tage, wie es ist. Amen. Jetzt bräuchte ich bitte den Tisch des Herrn, wenn jemand bringen möchte. Genau. Danke, Herr. In der Nacht, wo Jesus verraten wurde, vielen Dank, dann nahm er zuerst nahm er das Brot, oder? Nahm er den Kelch? Nein, zuerst nimmt er das Brot. Danke, Herr. Ich habe mich schon ein bisschen mit dem Blut Jesu hier bekleckert. Schmeckt schon so gut. Amen, danke, Herr. Er nahm das Brot, segnete es, brach es und sagte, das ist mein Körper, der für euch gebrochen wird, hingegeben wird. Nehmt und isst alle davon, tut es zur Erinnerung an mich. Danke, Jesus. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Kelch, danke dem Vater nochmal und sage, dass der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen wird, nehmt und trinkt alle daraus, tut dies zur Erinnerung an mich. Magst du beten und danach gehen wir einfach hierher und nehmen, brechen was runter und wir brechen es so runter, dass wir mit unseren Händen das Stück runterbrechen, was wir nachher essen und mit der Serviette einfach das Brot so bedecken, dass wir es nicht berühren. Amen. Amen. Danke, Herr. Halleluja. Oh, Herr Jesus. Oh, Herr Jesus. Herr, was für ein Leben hast du gelebt in deiner Menschlichkeit? 33,5 Jahre lang hast du gelebt, als Mensch, als wahrer Mensch gelebt. Oh, du hast nicht als Sohn Gottes gelebt, du hast als Sohn des Menschen gelebt. Und du hast dein wunderbares Leben gelebt. Und dann bist du ans Kreuz gegangen, Jesus. Und was hast du am Kreuz getan? Du hast deinen Leib aufgerissen für uns. Du bist zur Tür geworden, mit einem wunderbaren, hellen Raum dahinter. Für uns, Jesus. Oh, Jesus, du hast dich selber aufreißen lassen, Herr. Du hast dich selbst aufgerissen, Herr. Dein Leib abgelegt, Herr, um zu diesem wunderbaren, herrlichen Christus zu werden, zu diesem Geistmenschen, in dem ich jetzt sein kann, Herr. Oh Herr, ich preise dich für das Werk am Kreuz. Herr, ich lobe dich für das wunderbarste Werk in der Geschichte, Herr. Du hast deinen Leib geöffnet, du bist zur Tür geworden, du bist zum Raum für mich geworden, Herr. Du hast den einen neuen Menschen hervorgebracht. Herr, ich preise dich für den einen neuen Menschen,
Menschen hier in Salzburg. Herr, ich danke dir, dass es jetzt Wirklichkeit ist, wenn wir nach vorne kommen und dieses Brot essen. Herr, baust du diesen Leib, baust du diesen einen neuen Menschen, der einzige Mensch, der in Ewigkeit stehen wird und den Vater preisen wird, der einzige Mensch, der in Ewigkeit in diesem Universum sein wird. Du, Christus, und dein Leib, Herr. Oh, ich danke dir, mein Jesus. Hause bist, nimm was zu essen, zu trinken und nimm den Tisch des Herrn mit uns, das Abendmahl mit uns ein und mach sie jetzt nicht einfach gedankenlos, sondern glaube, dass für ein Gebrechen Heilung kommt durch das Blut Jesu und dass du sagst, einen gebrochenen Leib, dass einfach Heilung kommt zu dir, dass wenn du Kraft brauchst, dass Stärkung zu dir kommt. Glaube, dass der Herr durch seine Gegenwart hier an seinem Tisch sich verherrlicht. Amen. Danke, Herr. Kommt einfach nach vorne, auch vor allem die Musiker. Danke, Herr. Schmeckt so gut, Herr. Du bist so wunderbar, Herr. Wir lieben dich. Die Morgenerweckungswoche war die beste Morgenerweckungswoche und sie dauert ja noch an, die nächsten 7 Tage, weil wir sie ja geteilt haben, Woche 8. Sie ist mit Abstand die beste Botschaft vom Training im Jänner gewesen. Sie ist mit Abstand die beste, wichtigste und höchste Offenbarungswoche von allen 2 Bänden. Und sie ist eine der besten Morgenerweckungswochen, die wir jemals hatten. Okay? Deshalb lohnt es sich, jetzt was zu sagen und zu staunen und richtig euren Geist zu befreien, weil das echt absolut gigantisch ist, was jetzt kommt. Genau, lass mich am besten jetzt ein paar Sätze sagen, ohne Zeitnahme, damit ich es euch wirklich noch im Entscheidenden sagen kann, aber ich werde es so kurz wie möglich machen. Fangen wir an mit einer gewaltigen Prophetie. Wenn du eine der wichtigsten Bibelverse im Alten Testament mir sagen wolltest, wichtigsten Bibelvers. Ich weiß, es sollte, wie aus der Pistole geschossen, 1. Mose 1,26, lasst uns Menschen machen kommen, weil das Gottes ewigen Plan uns zeigt. Ich hoffe, einer der wichtigsten Bibelverse des Alten Testamentes wäre 1. Mose 1,26. Wenn das nicht kommen würde, musst du mal noch tiefer in das Zentrum der Bibel eindringen, warum 1. Mose 1,26 kommen sollte. Aber sofort danach sollte 2. Samuel 7,12 bis 14 kommen. Sofort danach, als wichtigste Bibelstelle im ganzen Alten Testament, als ungeheuerlichstes Gipfel aller Gipfel der Offenbarung. Und ich hoffe, das ist dir klar bei dieser Woche. Weil es könnte sein, dass du diese Woche ein bisschen verschlafen hast und gedacht, eine Woche wie die andere, ob ich mitteile, weiß ich nicht, ob ich es toll finde, weiß ich auch nicht, da wird viel gesagt. Spitz jetzt die Ohren, sagt dem Nachbarn, spitz die Ohren, weil jetzt, weil jetzt erfährst du den höchsten Gipfel der ganzen Bibel. Es kam ein Prophet zu König David, Nathan, und er sagte ihm, als er einen Tempel, ein Haus bauen wollte, und dann sagte er zu David, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen Samen nach dir, mit Samen ist Nachkomme gemeint, ich werde deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib hervorgehen wird, David, und ich werde sein Königtum festigen. Ich habe jetzt gerade den Vers 13 nicht da, ob der noch danach gesagt wird oder ob ich ihn tatsächlich aus der Bibel noch, ich glaube es, er sagt nicht du wirst mir ein Haus bauen, sagt Gott, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Und ich muss doch die Stelle in der Bibel herschlagen und wenn du eine Bibel hast, kannst du auch aufschlagen. 2. Samuel 7, 12 bis 14. Und wenn du die Fußnote liest, die hat, glaube ich, 2 Seiten, nur die Fußnote zu diesem Vers. Und an der Fußnote erkennst du die Offenbarungskraft und Power. Jedenfalls sagt er,
der Nachkomme, dieser Nachkomme aus deinem Körper, David, wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig, für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und von wem redet er hier? Von Salomo. Klar, er redet von Salomo, der kam unmittelbar aus seinem Körper heraus und hat ihm den Tempel gebaut. Aber er kann nicht nur Salomo gemeint haben, denn der Thron von Salomo ist bald danach nicht mehr befestigt gewesen. Und es gab sogar einen Bruch mit diesem Königtum erstmal. Aber aus der Linie von David, trotz Verbannung und trotz allem, was dazwischen kam, kam viele Jahrhunderte später, kam 1000 Jahre später ein Nachkomme, der diese Bibelstelle erfüllt. Und sein Name heißt? Jesus. Amen. Hier ist eigentlich die Rede von Jesus, nicht von Salomo. Hier ist die Rede von Jesus. Und er sagt hier, Jesus wird aus deinem Körper rauskommen, also aus deiner menschlichen Linie. Und jetzt springen wir quasi zu Römer 1,4. Wenn du Römer 1,4 aufschlägst, dann siehst du, was von Jesus gesagt wird, von Paulus. Denn da wird gesagt, in Vers Römer 1,3, über seinen Sohn Jesus, der dem Fleisch nach, damit es gemeint sein Menschsein, aus dem Samen Davids kam. Jesus kam seiner Menschlichkeit nach aus dem Nachkommenschaft von König David. Er ist die Erfüllung dieser Prophetie. Aber dem Geist der Heiligkeit nach, das ist seine göttliche Natur, wurde er aus der Auferstehung der Toten, als die Auferstehung der Toten passierte, in Kraft als Sohn Gottes eingesetzt. Jesus Christus, unseren Herrn. Von was ist hier die Rede? Von was ist eigentlich in diesen Tagen die Rede, wo Jesus die Frage aller Fragen stellt? Der Sohn, der Messias, wessen Sohn ist er? Und sie sagten, Davids Sohn. Klar, wurde verheißen. Und Jesus sagt, wenn er Davids Sohn ist, warum sagst du dann zu ihm Herr? Warum nennt David ihn Herr? Sagst du auch, ist der Simon, sagst du auch zum Jonas, sagt der Jonas, wie soll ich sagen? Sagst du, Simon, als Vater, auch zu deinem Sohn Jonas, Herr? Passt nicht ganz, oder? Der David, der Großvater von Jesus, kann doch nicht zu seinem Nachkommen Herr sagen. Wessen Sohn ist er? Der Sohn Gottes. Deswegen, als Mensch ist er der Sohn Davids. Als Gott ist er der Sohn Gottes. Und jetzt kommt diese Sache ins Spiel. Zeigst du mich bitte, nimmst du groß rein, Anna, folgst du dem... Wir haben, der Apfel repräsentiert Christus, okay? Christus, als Beispiel. Eine Person, zwei Naturen. Menschlichkeit, Göttlichkeit. Eine Person, ein Apfel, okay? Können wir sehen? Verstehen wir das? Jesus in einer Person ist ein wahrer Gott und wahrer Mensch. Verstehen wir das? Wahrer Gott, wahrer Mensch. Als wahrer Gott ist er der einzig gezeugte Sohn Gottes. Ist er Gott? Wahrer Gott wird er immer Gott sein. Als Gott passiert mit ihm gar nichts. Er war Gott schon bevor er Mensch wurde. Aber er wurde Mensch und hat die zweite Hälfte angenommen, dazu genommen. Er hat die Menschlichkeit angezogen. Jetzt hat er zwei Naturen. Vorher hatte er nur eine Natur. Göttlichkeit. Jetzt hat er Göttlichkeit und Menschlichkeit. Er hat eine linke und eine rechte Seite. Und von was die ganze Woche 8 redet, ist die rechte Seite, die Menschlichkeit. Weil an der ändert sich nichts. Okay, das ganze Wunder, was hier beschrieben wird, er wird mir Sohn sein, ich werde dem Vater sein, bezieht sich natürlich nicht auf die Göttlichkeit, denn das ist nichts Neues, dass er der Vater zu seinem Sohn in der Dreieinigkeit Vater ist. Aber dass der Mensch Jesus sein Sohn ist, das verwundert. Weil ein Mensch, wie kann ein Mensch ein Sohn Gottes sein? Mit anderen Worten gefragt, wie kann ein Mensch Gott sein? Wie kann ein Mensch Gott sein? Du wirst sagen, ja, Jesus war vorher Gott. Nein, von dem reden wir nicht. Wie kann der Menschensohn, die menschliche rechte Hälfte, wie kann die Gott werden? Oder anders gefragt, Marco, wie kannst du Gott werden?
Denn ganz richtig hat Athanasius, der Kirchenvater, der Dreieinigkeitslehre formuliert hat, gesagt, Gott wurde Mensch, um den Menschen zu Gott zu machen. Das ist das höchste Evangelium. Das ist das Evangelium. Und es ist Gottes Kraft. Singen wir gemeinsam. Gott wollte Söhne haben und darum gab er alles. Das ist das Evangelium. Und es ist Gottes Kraft. Gott wollte Söhne haben und dafür gab er alles. Er wollte nicht bloß erlöste Menschen haben, er wollte Söhne haben. Eine Frage, Marco, du hast eine Tochter, oder? Ist deine Tochter ein Esel? Ist sie ein Frosch? Ist sie eine Katze? Du wirst sagen, was soll die blödsinnige Frage? Sie ist ein Menschenkind, oder? Wie der Vater, so das Kind. Vatermensch? Pass auf, Vatermensch, Kindmensch. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Jetzt sag mir, wenn Gott dein Vater ist, sag mir, wer du bist. Sag mir, wer du bist, Marco. Gott, genau. Wenn Gott dein Vater ist, muss das Kind Gott sein. Es sei denn, es ist Verarsche. Es sei denn, wir heißen nur so. Der Pharao hat früher auch sich Gott genannt. Nein, wir heißen nicht nur Kinder. Wir sind nicht Adoptivkinder. Wir sind seine Kinder. Denn wir sind wiedergeboren worden in die göttliche Familie mit Gottes Natur, mit Gottes Sein. Wir haben sein Leben empfangen. Wir sind genauso Gott, wie Gott Gott ist, nur nicht der Stellung nach der Gottheit nach. Aber wir haben das göttliche Wesen empfangen und möglich wurde das durch die Auferstehung von den Toten. Denn in der Auferstehung von den Toten ist nicht, was wir die meisten Christen wissen, Jesus wieder lebendig geworden, was ja großartig genug ist. Aber es sind drei großartige Dinge geschehen am Auferstehungstag. Drei Dinge, die jeder von uns wissen muss, wie aus der Pistole geschossen und ja nicht nachdenken muss und ja nicht vergessen darf. Wüsstest du es, Siglinde? Drei Wahrheiten. Drei Wahrheiten in der Auferstehung. Natürlich jeder, der die Gemeinde von der Morgenbewegung angehört hat, der weiß es. Aber es sind genau drei Wahrheiten. Erstens wurde in Auferstehung, Jesus wurde zum lebengebenden Geist. Das weiß der Durchschnittschrist nicht, weil er nur weiß, er ist einer lebendig geworden. Aber es heißt in 1. Korinther 15, 45, der letzte Adam wurde in Auferstehung zum lebengebenden Geist. Zweitens wurde der Mensch Jesus, und ich rede hier von der menschlichen Seite, er wurde in Auferstehung in die Gottessohnschaft versetzt. Er wurde bestimmt dem Geist der Heiligkeit, Römer 1, 4, zum Sohn Gottes in Kraft. Nicht der Gott, der vorher schon war, sondern der Mensch wurde zum Gott. Was heißt das? Jetzt sind beide Naturen göttlich. Die göttliche Natur war schon göttlich und ist und bleibt göttlich, aber die menschliche Natur Christi wurde auch vergöttlicht. Hast du das gewusst? In der Auferstehung hatte die menschliche Natur Christi vergöttlicht. Und nicht nur das, und jetzt kommt die dritte Wahrheit, er wurde zum erstgeborenen Sohn vieler Brüder. Er hat uns nämlich an sich synchronisiert und gekoppelt, dass als er sozusagen mit dem Fahrstuhl in der Auferstehung in die Gottessohnschaft als Mensch Jesus hochgehoben wurde, hat er uns alle mitgenommen. Er hat uns alle, dich und mich, am Auferstehungstag vor 2000 Jahren, bevor wir geboren wurden, hat er uns als Menschen zu Gott gemacht, zu Gottes Söhnen gemacht. Und das ist die dritte Tatsache. Wir sind seine vielen Brüder. Wir sind wiedergeboren mit göttlichem Leben durch die Auferstehung von den Toten. Das ist 1. Petrus 1,3. Gepriesen sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und wann und wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Unser geistlicher Wiedergeburtstag ist nicht der Bekehrungstag. Am Bekehrungstag, weil wir am 8.6.86, vor 36 Jahren, hat es sich nur manifestiert. Aber eigentlich bin ich wiedergeboren worden am Ostersonntag, am Auferstehungsmorgen, als Christus sein Menschsein in die Göttlichkeit gebracht hat und zum Gottessohn wurde auch da. Jesus ist der Gottessohn der Göttlichkeit nach und er ist der Gottessohn der Menschlichkeit nach. Und wir sind auch Gottes Söhne. Auch wir haben in unserer Menschlichkeit die Gottessohnschaft bekommen. Und wenn dich das nicht aus dem Häusel sein lässt, das ist mehr als das mit Ach und Krach in den Himmel schaffen. Wir sind Gottmenschen.
Wir lassen uns nicht anbeten, wir sind nicht Schöpfer, es gibt nur einen Schöpfer, es gibt nur einen, der angebetet wird. Aber wie der Vater, so der Sohn, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ein Eselsmama bringt Eselsfohlen, Eselsjunge hervor. Ein Menschenmama bringt Menschenjunges hervor. Ein Gottvater bringt Gottkinder hervor. Und das sind wir. Und das ist möglich, weil Jesus in der Auferstehung sein eigenes Menschsein vergöttlicht hat und unseres mit ihm. Und das ist einfach geradezu sensationell und großartig. Drei Wahrheiten, die wir übersehen haben in der Auferstehung. Nicht nur wurde er lebendig, er wurde zum Leben gegeben, Geist, er wurde zum Erstgeborenen vieler Brüder und er hat uns alle mitgenommen als seine vielen Söhne Gottes. Amen. Wir sind die vielen Söhne Gottes. Halleluja. Und wir sind genauso wie er im Leben und in der Natur. Und wir besitzen genauso wie er sowohl Menschlichkeit als auch Göttlichkeit. Wir sind seine Zunahme und sein Ausdruck, damit wir in Ewigkeit den ewigen dreieinen Gott zum Ausdruck bringen können. Geschwister, das ist eine Berufung. Das ist eine Bestimmung. Das ist der Grund, warum wir leben. Amen. Ja, aber wie können wir Christus ja zum Ausdruck bringen? Ist eigentlich ganz einfach, haben wir ja schon gelernt die ganzen letzten Monate. Ja, wir gehen einfach in ihn rein, dann bringen wir uns nicht mehr selbst zum Ausdruck, sondern ja, einfach Christus wird zum Ausdruck gebracht. Im Prinzip kann das jeder machen, aber es macht nicht jeder, weil wir müssen anerkennen, ja, dass wir nichts sind, dass wir vor Gott nichts zu bringen haben. Wird ein stolzer Mensch, der viel von sich hält, in Christus sein? Nein, weil er will sich rühmen mit seinen eigenen Werken. Nur wenn wir anerkennen, oh Gott, nein, ich habe nichts zu bringen. Es gibt gar nichts, was ich tun könnte, weder um errettet zu werden oder sonst irgendwas. Nur der geht in Christus rein. Nur der stirbt. Das Samenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt. Deswegen, wir müssen sterben. Nur dann werden wir in Christus reingehen und dann werden wir Frucht bringen. Amen. Oh, Halleluja, Herr Jesus. Was bist du für ein wunderbarer Same Davids, aber was bist du für eine wunderbare Wurzel Davids. Oh, Halleluja. In dir ist das Wort erfüllt aus dem Psalm, wo es heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2. Dieser Zeitpunkt beschreibt die Auferstehung für den Menschen Jesus. Ist das nicht herrlich? Er hat es für uns gemacht. Er hat uns mit hineingenommen in seine menschliche Auferstehung. Und jetzt sind wir seine vielen Brüder. Und das ganze Thema ist sowas von... Es berührt mich so, weil es ist einfach so ein umfassender Plan und ich finde es so großartig. Ich versuche einen ganzen deutschen Satz rauszubringen. Was ist das für ein Gott, der sich selbst nicht genügt hat? Wo die Liebe sich Raum schaffen musste, sonst wäre es nicht gegangen für ihn. In uns hinein, er selbst, ja, und all das, was dann noch gekommen ist. Und ich bin so berührt von immer wieder von dieser Großartigkeit dieses einen wahren, allmächtigen, souveränen Gottes. Und ich kann einfach nur sagen, wie wunderbar ist Christus. Er ist sowohl Gott als auch Mensch, sowohl der Sohn Gottes als auch der Sohn Davids. Er ist der Größte und er ist auch der Kleinste. Oh, Christus ist alles. Wir müssen ihn in einem solchen Maße kennen. Und dann können wir sagen, Herr Jesus, ich kann die Erkenntnis über dich nicht erschöpfen. Herr, du bist der einzig Würdige. Wenn es einen Gott gibt, dann musst du dieser Gott sein. Oh, Herr Jesus, wenn es einen echten Menschen gibt, dann musst du es sein, Herr. Herr, du bist der Retter, der Erlöser, das Leben und das Licht.
Und wir können das nicht ausreichend begreifen. Ich kann es nicht begreifen, aber ich kann eines. Ich glaube es. Und ihr glaubt es mit mir. Und so glauben wir gemeinsam und sind hineingenommen in diesen Glauben, der die Person Christi ist. Amen. Mich hat die Morgenerweckung Woche 8 auch sehr inspiriert und angeregt. Vor allem im Verständnis um diese zwei Aspekte, einzig gezeugter und erstgeborener Sohn. Ich möchte nur einen kurzen Ausschnitt hier aus dem zweiten Tag vortragen. Nach dem Neuen Testament ist Jesus der Sohn Gottes in zwei Aspekten. Erstens war er Gottes einzig gezeugter Sohn. Zweitens ist er nun Gottes erstgeborener Sohn. Das Wort einzig gezeugt weist darauf hin, dass Gott nur einen Sohn hat. In Bezug auf die Ewigkeit war Christus der einzig geborene Sohn Gottes, nach Johannes 1, 18 und 3, 16. Dies war sein ewiger Status. Aber durch die Auferstehung wurde er als ein Mensch geboren, um den erstgeborenen Sohn Gottes zu sein. Das Wort erstgeboren nach Hebräer 1, 6 weist darauf hin, dass Gott jetzt viele Söhne hat. Halleluja. Wir sind diese vielen Söhne. Halleluja! Wie wir an Christus glauben, wir, die wir an Christus glauben, sind die vielen Söhne Gottes und die vielen Brüder des Herrn, die vielen Brüder des erstgeborenen Sohnes Gottes. Oh, danke, Jesus. Amen. Ja. Die Woche war wirklich. Die Woche war wirklich ein Erleuchten. Ja. Nach Römer 8, 29. Sind wir dazu vorherbestimmt, dem Bild Christi, dem Erstgeborenen Gottes, gleichgestaltet zu werden. Dies ist unsere Bestimmung, die Gott in der vergangenen Ewigkeit festgesetzt hat. Gleichgestaltung ist das Endergebnis der Umwandlung. Sie beinhaltet die Veränderung unserer inneren Essenz und Natur und sie beinhaltet auch die Veränderung unserer äußeren Gestalt, damit wir dem verherrlichten Bild Christi, dem Gottmenschen, entsprechen können. Nach Römer 8, 29 sind wir dazu vorherbestimmt, dem Bild Christi, dem Erstgeborenen, gleichgestaltet zu werden. Dies ist unsere Bestimmung, die Gott in der vergangenen Ewigkeit festgesetzt hat. Gleichgestaltung ist das Endergebnis der Umwandlung. Sie beinhaltet die Veränderung unserer inneren Essenz. Sowohl die innere als auch die äußere Veränderungen in uns, dem Produkt, sind das Ergebnis des Wirkens, des Geistes, des Gesetzes, des Geistes, des Lebens in unserem Sein. Und da möchte ich nur Bezug nehmen auf die Predigt von Michael. Und zwar, ich hadere ja seit 4 Jahren mit meinem Sprechen, mit den Zähnen, und ich habe alles, was im Äußeren zu tun ist, wirklich in Anspruch genommen, getan, alle möglichen Therapien und Zahnärzte verschlissen, und es hat eigentlich nichts, überhaupt nichts gebracht, außer viel Geld, und ich rede noch immer, wie ich rede. Und deshalb kann ich nur sagen, ja, Vater, dies ist zu, wie war das mit dem Wohlgefallen? So hat es dir wohlgefallen. So ist es dir zum Wohlgefallen gewesen vor deinen Augen. Amen. Ich verstehe es nicht, aber du, Vater, verstehst es. Amen. Ich preise dich im Herr des Himmels und der Erde. Amen. Preise dich, Vater, du Herr des Himmels und der Erde, weil er von Ewigkeit zu Ewigkeit ist Christus in seiner Göttlichkeit der einzig geborene Sohn Gottes. Und nachdem er in seiner Fleischwerdung ein Mensch mit Menschlichkeit geworden war, wurde er als der Sohn des Menschen geboren, um in seiner Auferstehung der erstgeborene Sohn Gottes zu sein. Und dies war die größte kooperative Geburt, weil die Jünger Christi durch seine Auferstehung mit dem göttlichen Leben wiedergeboren wurden.
um die vielen Söhne Gottes zu sein, begannen nach seiner Auferstehung, sie seine Brüder zu nennen. Und das hat er vorher nicht gesagt. Vorher waren es Freunde, vorher waren es Jünger, aber dann waren sie Brüder. Und das sagt er zu uns. So sind, genauso wie er im Leben und in der Natur, wir sind genauso wie er im Leben und in der Natur, und sie besitzen genauso wie er sowohl Menschlichkeit als auch Göttlichkeit. Wir sind seine Zunahme und wir sind sein Ausdruck, damit wir in Ewigkeit den ewigen dreieinen Gott zum Ausdruck bringen können. Und das geht nur in unserem Geist. Und was mich wieder so bewegt hat, es war die Situation, wo er zu Maria gesagt hat, seine Brüder, so geht's zu meinen Brüdern. Die Maria hat nicht auf die Umstände geschaut, weil die waren alle irgendwo versammelt, sie waren eingesperrt und haben sie gefürchtet, die Jünger. Aber sie hat so eine Sehnsucht und so einen Hunger gehabt und sie wollte unbedingt dorthin gehen, wo sie den Herrn hingelegt haben. Und er ist ihr nur vorher erschienen, nur bevor er eigentlich zum Vater gegangen ist und sein Blut zum Vater gebracht hat, ist er ihr erschienen. Sie hat zuerst gar nicht gekannt und ich glaube, dass sie einfach ihn im Geist erkannt hat, dass das Jesus ist. Und er hat ihr dann gesagt, geh zu meinen Brüdern, weil ich gehe jetzt zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das fällt mir jedes Mal so ins Herz, weil das ist unser Vater und unser Gott und wir sind die Brüder von Jesus. Eigentlich sind wir nur viel mehr, weil er ist in uns, wir sind in ihm. Nur viel mehr als dieser normale Bruder, was man so im menschlichen, natürlichen Leben so sagt. Wir sind Gottmenschen. Amen. Preis dem Herrn, Geschwister. Diese Woche habe ich noch mehr verstehen können, dass Jesus wirklich in seiner Menschlichkeit erhoben wurde und seine Menschlichkeit vergöttlicht wurde. Früher habe ich gedacht, er war Mensch, aber er war auch Gott, hatte eine göttliche Natur und habe ich immer gedacht, aus dem Grund war nicht so schlimm wie für uns. Und dann heute Morgen, als ich mich mit Morgenerweckung beschäftigt habe, hat der Herr mich erinnert, dass in Philipper 2 steht, dass er sich entkleidet hat, von allem entleert hat. Und da habe ich von Neuem gesehen und von Neuem habe ich richtig gespürt, wie Wertschätzung für Jesus in mir hochsteigt. Wow, er war wirklich ein Sohn des Menschen, genauso wie wir war er Mensch und ist alles durchgegangen, durch ganze Leiden, durch ganze Kreuzigung, Tod, Auferstehung und ist in Auffahrt erhoben worden und wirklich ein Mensch ist zu Gott geworden. Wow, das ist mir von neuem ganz groß geworden. Und wie wir am Freitag gesprochen haben, das heißt, er ist nicht wie Pharao einen Titel bekommen, sondern er ist wirklich in der Wirklichkeit Gott geworden. Oh, das hat mich von neuem ganz fasziniert. Über Gott habe ich nachgedacht. Wow, wie Gott großartig ist. Hat mich noch von neuem fasziniert, wie wunderbar unser Gott ist. Und was können wir tun? Wir können das nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen. Aber wir können ihn nur loben und preisen, aufnehmen, genießen und ihm als Wunderbaren erfahren in allem seinem Umfassendheit, wie er umfassend reich ist und umfassend anwendbar. Halleluja! Ich wollte noch... das, was der Michael vorhin zur Morgenerweckung gesagt hat, hat mich so berührt. Also ich habe immer so gedacht, ich bin halt ein Kind Gottes, aber das war so wie eigentlich alles in der Bibel, was ich so überlesen habe und das war irgendwie keine Wirklichkeit in mir. Also ich wusste, ich bin ein Kind Gottes, aber so wie du es heute beschrieben hast, dass wir wirklich Gottes Natur haben und also wie Gott sind, aber halt nicht Gott, sondern Gottkinder sind, also
ich habe das so noch nie gesehen, auch wenn es offensichtlich ist, aber das hat bei mir erst heute, ich glaube, so 50 Mal Klick gemacht, als ich gehört habe, was du alles gesagt hast. Und ja, irgendwie hat es was mit mir gemacht, also irgendwie ist da jetzt so was im Herzen am Kochen, irgendwas macht der Herde, aber ja, das hat mich alles so getroffen und alles total glücklich gemacht, auch die Predigt, also ich habe vorhin einfach nur gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Ja, aber um jetzt nochmal hier drauf zu kommen, an Tag 1 hat mich ganz besonders dieser Satz berührt. Jesus ist der Größte und der Kleinste. Oh, Christus ist alles. Wir müssen ihn in einem solchen Maß kennen. Dann werden wir sagen, Herr Jesus, ich kann die Erkenntnis über dich nicht erschöpfen. Herr, du bist der einzig Würdige. Wenn es einen Gott gibt, dann musst du dieser Gott sein. Und wenn es einen echten Menschen gibt, dann musst du es sein. Herr, du bist der Retter, der Erlöser, das Leben und das Licht. Amen. Also es wurde, glaube ich, schon viermal bereits schon erwähnt und ich, naja, aber es ist auch meine Begeisterung. Also ich werde jetzt einfach nochmal vorlesen, weil es für mich auch so gewaltig war. Also nach Römer 8,29 sind wir dazu vorherbestimmt, dem Bild Christi, dem Erstgeborenen Gottes, gleichgestaltet zu werden. Amen. Dies ist unsere Bestimmung, die Gott in der vergangenen Ewigkeit festgesetzt hat. Gleichgestaltung ist das Endergebnis der Umwandlung. Sie beinhaltet die Veränderung unserer inneren Essenz und Natur und sie beinhaltet auch die Veränderung unserer äußeren Gestalt, damit wir dem verherrlichten Bild Christi des Gottmenschen entsprechen können. Nach Römer 8,29 sind wir dazu vorherbestimmt, dem Bild Christi, dem Erstgeborenen Gottes, gleichgestaltet zu werden. Und hier, dies ist unsere Bestimmung, die Gott in der vergangenen Ewigkeit festgesetzt hat. Also, Amen. Amen. Er ist alles, alles, alles. Liebe Geschwister, ist es nicht so großartig, im Tag 3 steht, Christus war der einzig geborene Sohn Gottes von Ewigkeit her. Als er von Gott in die Welt gesandt wurde, war er immer noch der einzig geborene Sohn Gottes. Indem er durch den Tod ging und in die Auferstehung eintrat, wurde seine Menschlichkeit erhöht und in seine Göttlichkeit hineingebracht. Und ich möchte jetzt hier stoppen, der Absatz geht nur ganz großartig weiter. Aber was heißt es, seine Menschlichkeit wurde erhöht? Wir müssen sehen, das war nicht irgendeine Menschlichkeit, das war nicht mehr der gefallene Adam, das war nicht mehr der besudelte und für Gottes Vorangehen unbrauchbar gemachte Mensch, sondern es war der Mensch, wir haben es vorher gehört, wahrer Gott, wahrer Mensch. Wenn es einen wahren Menschen gibt, dann musst es du sein, Christus. Und dieser Christus hat es gelebt. Dieser Jesus hat es gelebt. Er hat diesen wahren Menschen gelebt. Und er hat an seinem Kreuzestod den falschen Menschen, den durch den Feind und den Fall kaputtgemachten alten Menschen, den Adam, entsorgt. Und jetzt in Christus gibt es diesen einen wahren Menschen, der vor Gott annehmbar ist. Und in Auferstehung hat er anerkannt, dieser Mensch ist für mich annehmbar. Keine Sünde ist mehr an ihm. Kein Fleck, kein Makel, nichts, was ihn trennen könnte von mir, ist an diesem Menschen. Und diesen Menschen, diesen Christus, den erkenne ich an. Und ich erhebe ihn hinein in die Göttlichkeit. Und wisst ihr was? Ich habe vorhin mal kurz in der Apostelgeschichte geguckt, bei der Steinigung von Stephanus. Und er sagt, aber er war voll Heiligen Geistes, unverwandt gegen Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Halleluja, jetzt ist ein Mensch bei Gott auf dem Thron, der Christus, der wunderbare, einzigartige, der wahre Gott und der wahre Mensch. Wisst ihr, der Adam, der gefallen war, war gar nicht der wahre Mensch. Und so ist es auch mit uns, unserer alten Natur, das ist nicht der wahre Mensch. Aber der neue, in Christus hineingeborene, und der Christus wurde in uns hineingeboren und wir wurden in Christus hineingeboren. Das ist der wahre Mensch. Und dieser wahre Mensch, der ist vor Gott annehmbar. Der kann vor ihn hintreten, vor Gottes Thron und sogar mit ihm
auf dem Thron sein. Halleluja. Und wir werden nicht die Anbetung haben und der Christus wird immer die Vorrangstellung haben. Aber nichtsdestotrotz hat dieser Christus, als er durch den Prozess ging, den alten Adam beendete und in Auferstehung zum lebengebenden Geist wurde eine Möglichkeit gefunden, wie er in sündige, korrupte Menschen hineinkommen kann und sie vergöttlichen kann. Und dafür braucht es diesen Umwandlungsprozess. Die Wiedergeburt, wo sich Christus hineingeboren wird in uns mit seiner Göttlichkeit und Menschlichkeit, ist nur der Anfang. Jetzt geht es um die Umwandlung. Es ist keine Kopie, es ist kein Nachmachen, es ist kein so tun als ob, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes in uns, wo er uns umwandelt und Gleichgestalt diesem vorzüglichen, alles überragenden, einzigartigen, großartigsten erstgeborenen Sohn zu machen. Und wir werden nicht als Töchter geboren, sondern werden in dem Sohn geboren. Nur weil unser Körper jetzt hier ein weibliches Geschlecht hat, sind wir nicht Töchter. Wir sind immer nur in dem Sohn. Ein Sohn. Halleluja. Nicht unabhängig von ihm. In Ewigkeit werden wir das sein, in Abhängigkeit mit ihm. Ist es nicht so großartig, was Gott für einen gigantischen, eines gottwürdigen Planes erfasst hat, gemacht hat und durchgeführt hat in seinem Vorangehen? Herr, wie können wir dir danken? Wir können dir überhaupt nicht danken, weil unsere Worte geben es nicht her. Aber es gibt eine Möglichkeit, indem wir dich einfach tun und wirken lassen, sodass du diese vielen Brüder kriegst, die du so dringend brauchst und nach denen du dich so sehnst. Danke, Herr. Und zwar nicht nur dem Anspruch nach, sondern der Wirklichkeit nach, indem wir umgewandelt werden und verändert werden. Und Herr, ich danke dir so sehr, dass du diese Möglichkeit geschaffen hast. Und wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir so nochmal klar geworden, warum ist der Sohn der einzige Weg zum Vater? Weil der einzige Sohn zum lebengebenden Geist geworden ist und ohne diesen lebengebenden Geist können wir nicht zum Vater kommen. Es ist nicht wie irgendeine Religion, die es alle doch irgendwie auch gut meinen. Nein, wir brauchen diesen Geist in uns und das macht den Unterschied und er wandelt um. Oh, ich danke dir so sehr dafür. Oh, ich preise dich so sehr dafür. Jesus, du bist der Weg zum Vater. Oh, ich preise dich dafür. Amen.